Heute lernen wir alle was fürs Leben. Heute gehen wir durch unsere Wohnung nach dieser Sendung und sagen, ich habe das mein Leben lang falsch gemacht. Was genau, wir finden es raus heute beim Kneipenquiz. Andreas, du bist toll. Das Kneipenquiz. Zum Kneipenquiz 2021. Endlich ist es wieder soweit. Das letzte richtige Infotainment-Magazin, möchte ich fast sagen, im deutschen Fernsehen. Kehrt zurück. Spart euch eure Kräfte, kann ich da nur sagen. Spart euch eure Kräfte, denn heute haben wir wieder 30 Fragen am Start, die alles von euch abverlangen werden, aus sämtlichen Wissenskategorien. Wir werden Live-Experimente haben, wir werden Sachen machen, die von denen auch ich vorher nicht wusste, dass sie so passieren werden in der Show. Das alles passiert heute beim Kneipenquiz. Anderthalb Jahre haben wir keins machen können. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Einfach nicht, wahrscheinlich nicht in den Plan gepasst. Irgendwas war. Jetzt sind wir wieder zurück. Vier Teams haben sich hier schon versammelt und ich gucke in wissbegierige Augen, ich gucke aber auch in wissende Augen. Einige neue Leute, die hier sind, einige Stammgäste, einige Titelverteidiger. Ich würde mal sagen, lieber Nils, greif dir doch mal das Mikro. Wen hast du denn heute hier mitgebracht? Ich habe das beste Team der Welt um mich versammeln dürfen. Das ist echt toll. Ich kann mich komplett zurücklehnen, weil Gunnar, Varion und Jan eigentlich alle Wissensgebiete abdecken und mir bleibt nur noch das Mikrofon zu nehmen. Und dann das, was die ausgebrütet haben, zu verkünden. Deswegen bin ich ganz entspannt. Und wir wollen vom Team Ultimate Quiz Machine dir auch mal ein bisschen Schokolade anbieten. Oh, das ist nett. Wenn du irgendwas brauchst, sagst du Bescheid. Das ist nur ein Bounty. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, ich freue mich sehr auf den Abend. Super. Nils Ultimate Quiz Machine hat ja wirklich ein All-Star-Team auf die Beine gestellt. Aber ihr tretet natürlich an, unter anderem gegen den Führenden in der ewigen Tabelle. Etienne, ich sehe da einige neue Gesichter. Du hast noch mal ein bisschen, warst noch mal auf dem Transfermarkt aktiv und hast ein bisschen aufgerüstet. Wer ist heute am Start bei dir? Ja, es ist richtig. Wir hatten einen verletzungsbedingten Ausfall mit Marc Lehmann. Gute Besserung, Marc. Aber ich finde, wir haben einen guten Ersatz gefunden. Florentin Will ist am Start. Hier ist dein Applaus. Woo! Und ich denke, wir haben uns auf jeden Fall gerade in Wissen, was so ein bisschen abstrakter ist. Also Sachen, klar, Allgemeinwissen haben wir hier alle überragend, das wissen wir. Aber gerade so die abstrakteren Sachen, ich glaube, die kann Florentin sehr gut beantworten. Oder, Florentin? Ja. Okay. Zurück zu dir. Achso, und Fabian ist natürlich da. Lisa. Aber die sind ja schon immer, die kennt man ja. Ich meine, sie sind Titelverteidiger, wir sind Führender ewigen der Tabelle, da muss man ja eigentlich nichts mehr zu sagen. Stimmt. Ich mag es auch, dass bei Game 2 anheuern inzwischen als verletzungsbedingt absagen gilt. Er wäre sonst natürlich bei den Kollegen von Game 2 gewesen. Game 2 schlau für diese Welt. Auch da blicke ich in einige neue Gesichter. Markus, wen hast du denn da heute am Start? Also ich muss sagen, heute haben wir, glaube ich, das stärkste Team, was wir jemals hatten. Denn wir haben die Kraft der Jugend an diesem Tisch. Das ist das jüngste Team, was jemals hier angetreten ist. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich vermute es einfach mal. Und es sind die jüngsten Leute, die bei uns sitzen und bestimmt auch die schlauesten. Hoffe ich. Wir haben natürlich unsere zwei Volontärinnen Esther und Janina. Und Marc haben wir gerade noch rausgeschmissen kurz vor der Sendung und haben ihn gegen Bertan, unseren Praktikanten, eingewechselt. Denn der ist super schlau. Er behauptet, gute Allgemeinbildung zu haben. Und das ist schon sehr ballsy und deswegen. Das könnte hier heute der Schlüssel zum Sieg sein, denn man weiß es, Leute wie Johanna und ich, die hinter den Fragen stehen, die sind natürlich am Puls der Zeit. Ne? Die sind eigentlich den halben Tag auf TikTok und das könnte heute wichtig sein für das Team Game to Schlau, für diese Welt. Aber es gibt noch ein viertes Team, die Alltagshelden, unsere Workhorses, möchte ich mal fast sagen, die vielleicht mehr auf dem Überstundenkonto haben als auf dem richtigen Konto. Steffen, wen hast du am Start? Ja, neben mir sitzt der fantastische Peter, der fantastische Max und der fantastische Anton. Wir sind vielleicht nicht das schönste Team. Wir sind nicht das Team mit den schönsten, Gesichtern, mit der besten Reichweite. Wir sind nicht das schlauste Team. Wir sind nicht das Team, was am meisten Bier trinken kann, aber wir sind das Team, was sonst alle Produktionen von Rocket Beans auf ihren Schultern trägt. Das kann man, glaube ich, heute sagen. Auch diese Produktion, also im Hintergrund arbeiten Max und Peter nebenbei noch, das sieht man ihnen jetzt gerade nicht an, aber es stimmt. Und was noch dazu kommt, wenn nachher die YouTube-Version so ein bisschen anders aussieht als die Live-Version, weil wir vielleicht nicht ganz so gut abgeschnitten haben mit der Live-Version, haben wir Anton dabei, der regelt das. Also wundert euch nicht, wenn dann hinterher irgendwie alles ein bisschen anders geschnitten ist und so. Ja, genau, das geht schon. Also von daher, ich bin voller
Selbstbewusstsein mit diesem Team hier an diesem Tisch. Das könnte natürlich sein, dass dieses Video nie das Licht der Welt erblicken wird, wenn Anton da sagt, nee, da habe ich nicht so eine gute Figur gemacht. Alles möglich. Und auch ich habe hier einen jungen Herrn an meiner Seite, der mich schon mal auf der Bühne begleitet hat. Glaube ich, mit einer blonden Perücke. Das ist mir das, was irgendwie hängen geblieben ist. René ist heute an meiner Seite. Herzlich willkommen. Schön. Ja. Schönen guten Tag, ja. Auch von mir sind einige Videos nie erschienen. Warum, weshalb, man weiß es nicht. Ne? Aber stimmt. Das sind andere Geschichten. Dafür sind andere Videos noch online, wo du einen Kuchen auf dem Kopf hast und so auf Rocket Beans TV. Genau, der war sehr lecker. Mal. Ja, eat it or wear it. Du hast heute auch einiges vor dir, aber zunächst mal hast du die aus meiner Sicht immer härteste Aufgabe, nämlich da passt du die Stränge bitte an die Hierarchie in der Firma an. Einmal die Handys einsammeln, damit hier keine illegalen Betrugsversuche vorgenommen werden können. Ja, ich habe schon ein bisschen reingeguckt. Gunnar hat sich schon häufig ein bisschen an die Hose hingepasst. Jetzt hat er was anderes an als eben. Ja, ja. Mal gucken. Ich habe euch nämlich alle in den Augen. Es waren vorhin auch schon welche in den Cutter-Büros drin. Dort habe ich aber natürlich auch nochmal nachgeguckt. Also sag zum Glück nichts mehr. Sehr gut. Gunnar hat es offensichtlich schon versucht, aber hier werden natürlich alle Kandidaten gefilzt. Ja. Und Freiwillige nett, aber ich vor da. Wir sehen ganz genau. Aha. Ich komme gleich noch mal. Aber das ist halt das, was ich sage. Ne, da wird natürlich bei den höchsten Tieren nicht ganz so hart nachgehakt. Da machen wir uns das Leben nicht unnötig schwer. Warum hast du deine Handys in der Tasche? 16 Handys müssten hier vorliegen. Max. Ja, sehr gut. Einmal die Handys bitte. Sprich's. Guck mal, hier haben die Leute wirklich. Das war sehr schlecht, ich hab's leider gesehen. Trotzdem, dankeschön. Diese Handys werden teilweise zurück ausgehändigt nach der Sendung, teilweise aber auch, wie immer, checkt da unsere Kleinanzeigen auf eBay. Da seht ihr die Handys ich alle reingestellt. Das ich weiß, dass Bayern spielt. Das Bayern-Spiel hier natürlich spielt eine Rolle. Was denn? Ich bin mir bei Nils nicht sicher, aber ich habe ihn im Auge. Aha, okay. Was willst du denn, Alter? Gut. Also, ganz wichtig, wenn ihr zu Hause mitspielen wollt, dann könnt ihr das natürlich tun. Wir haben euch die Antwort. Vorsicht, da werden wir von aktuellen Ereignissen überholt. In seiner Bauch. Ja, können wir das sehen? Handelt es sich dort um ein Handy? Ich würde sagen, ja. Punktabzug! 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 Nils, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Wie immer hören wir den Angeklagten. Ich muss Eddys Mutter anrufen in der Halbzeitpause. Das habe ich ihr versprochen. Wow. Ja, ist nicht mehr aktuell im Jahr 2021 oder was? Können wir das Telefonat mithören als Beweis? Ja. Ich kann sagen, fühle ich mich persönlich von angegriffen. Ja. Musst du mitleben können. Wurde gar nicht gefragt. Gut, also wir behalten das natürlich im Auge. Können wir eine Cam komplett abstellen, nur auf das Handy von Nils für die 3-Stunden-Sendung? Können wir das machen? Ja. Gut, wenn ihr zu Hause mitspielen wollt, dann geht doch einfach mal zum Beispiel auf den Blog und ladet euch da die Antwortbögen runter. Oder auf Twitter oder auf Instagram, da findet ihr das. Dann könnt ihr mitspielen, habt ihr dieselben Antwortbögen wie unsere Teams mit Multiple-Choice-Auswahl. Und so weiter. Und dann würde ich sagen, atmen wir alle noch einmal ganz kurz durch und dann geht's hier gleich los mit Runde 1. Er hat seine Versicherungen im Griff. Ein absoluter Traummann. Ich habe sie auch im Griff. Hm? Hattest du nicht gerade noch was anderes an? Nein. Meine Versicherung. Ich habe meine Versicherung auch im Griff. Schön für dich. Ich mache das hier auch eigentlich nur nebenberuflich. Ich bin eigentlich Versicherungsvertreter. Also bin ich doch ein absoluter Traummann. Nutzt du denn die Clark-App? Nein. Dann bringt mir das hier nichts. Das ist eine Werbung für Clark. Hast du die ersten beiden Spots nicht mitbekommen? Aber ich bin doch Versicherungsvertreter. Ja eben, dann willst du mir doch nur was verkaufen. Sorry, ich date nur Leute, die Clark-App nutzen. Ich muss mir diese Stark-App holen. Ernsthaft? Das ist unser dritter Spot für Clark und du kennst nicht mal den Namen? Guck mal, du musst einfach hier diese App runterladen und trägst du dir deine Versicherung da ein. Das ist ganz einfach. Einfach die Clark-App herunterladen, mit dem Code BEANS anmelden, 3 Versicherungen eintragen und einen 45 € Amazon-Gutschein sichern. Das Kneipenquiz. Bleibt uns nichts anderes übrig, als zu starten mit Runde 1.
die Stifte werden noch ausgeteilt. Denn wer austeilt, der muss natürlich auch einstecken können. 10 Fragen. Die ersten 10 Fragen, die erwarten euch. Holt euch zu Hause noch Stift und Zettel, wenn ihr das nicht gemacht habt, wie wir hier. Dann könnt ihr die Fragen natürlich auch ohne die Antwortbögen alle beantworten. Ganz klar. René ist wieder an meiner Seite. Und dann fangen wir an mit der allerersten Frage. Wie immer die Ansage, nachdem ich die Frage gestellt habe, 1 Minute Zeit. Dann werde ich hier diese Sanduhr umdrehen. Das werde ich irgendwann ab Frage 15 komplett vergessen. Dann wird mich René erinnern und dann werde ich es anschließend machen. Frage Nummer 1 lautet: Bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio debütierten 5 neue Sportarten. Nenne 2. Also, einfach aufschreiben. 5 neue Sportarten, die debütiert sind, direkt vergessen, umzudrehen. 1 Minute läuft. 5 neue Sportarten. Ich wollte es gerade sagen. Bist du so ein Olympiatyp? Guckst du dir das an? Dieses Jahr nicht so wirklich. Aber ich war mal auf einer Azubi-Reise, wo Olympia stattgefunden hat. Und da gab es einen Raum, wo alle nur Olympia geguckt hatten, weil es nichts anderes gab, außer Bier und Olympia. Und seitdem habe ich wirklich nicht wieder verfolgt. Dieses Jahr war es auch komisch, weil es auch wegen der Zeitverschiebung und sowas recht spät lief. War schwierig. Was? Bisschen Tennis geguckt, natürlich, Zverev gesehen. Ist aber, glaube ich, eine Sportart, die schon länger dabei ist. Tennis wurde, glaube ich, nicht in den letzten 2-3 Jahren wirklich populär. Ich hab's. Jetzt gibt's schon wieder Beef. Es wird nicht gesehen, es wird nicht auf den Vorschau-Monitor gepackt. Ja, das wird doch da oben gesehen, ich sehe das doch. Das stimmt. Und ist ein berechtigter Einwand. Ja, gut, 2 Sportarten sind gesucht, 5 neue. Insgesamt sind es 33 Sportarten. Ja. Ist spannend, man muss aber dazu sagen, Leichtathletik ist alles zusammengefasst. Also Leichtathletik geht de facto als ein Pool. Ich weiß, dass ein Spiel dazu rausgekommen ist. Die Minute ist abgelaufen. Stimmt. Minute ist abgelaufen, aber dort so waren halt die neuen Sachen auch dabei. Ach, guck mal, ist die schon immer so schief? Ja, ein bisschen wackeln, dann geht das wieder. Ein bisschen wackeln, dann geht das so. Frage Nummer 2 wird direkt ein bisschen tricky. Denn jetzt kommen die Börsenkundler unter uns mal zum Zuge, was inzwischen, glaube ich, alle sind. Die Aktienkurse welcher Unternehmen sehen wir hier? Frage Nummer 2, ihr seht es auf den Vorschau-Monitoren. Achtung, 1, 2, 3, 3 verschiedene Kursverläufe sind gleich zu sehen, alternierend. Bitte schön die 3 Firmen herausfinden. Ihr habt die Timeline und den Aktienkurs. Guckt mal, ob euch das vielleicht was sagt. So, das ist Kursverlauf Nummer 1, den wir hier sehen. Die X-Achse ist der zeitliche Verlauf. Da wird die X-Achse, oder? Ja. X-Achse, zeitlicher Verlauf. Denn 300 Jahre wäre ein bisschen much. Too much. Da sehen wir den 2. Aktienverlauf. Denkt dran, 3 sind's. Am besten 1, 2 und 3 schreiben und dann jeweils eine Firma. Genau. Und dann schauen wir noch einmal auf die 3. Ganz interessant. Auch da wieder die Zeit, die eine entscheidende Rolle spielt. Ist tricky. Und dann drehe ich jetzt die Uhr um, weil wir alle einmal gesehen haben. Also, 3 Aktienkurse. Welche Unternehmen sehen wir hier? Alles. Ja, wir schalten alle 3 jetzt am besten alternierend durch. Genau, da sehen wir die 1 nochmal. Kannst du auch hinter dir sehen, Gunnar, theoretisch? Dann die 2 und die 3. Hast du Aktien? Nee. In der Frage auch nicht. Nein, keine Aktien in der Frage. Ich auch aber nicht. Müsste ich eigentlich. Mittlerweile ist ja jeder Hobbybroker. Es ist wirklich so, ne? Ich bin Hobby Broke, aber alle anderen sind Hobby Broker. Ich weiß nicht, ob das eine Ablenkung sein soll. Nochmal einblenden, bitte. Alle 3, Zeit läuft doch noch, alles entspannt. Wir gucken noch ein finales Mal auf die Aktienkurse. Ist schwer, also macht euch keine Vorwürfe. Aber wir filmen das ab beim Ultimate Quiz Machine und stellen es dann allen zur Verfügung. Frage Nummer 2 und 3. Hat keiner gesehen, dass ihr Nokia hattet. Haben wir 3. Gut. Ui, jetzt kommt schon die Aktion, ne? Oh ja, du kannst bimmeln, stimmt, ne? Wenn die Minute da war ja abläuft, was, oder? Kannst du bimmeln, ja. Frage Nummer 3. Lieber Thomas, genau du kommst hierher, denn jetzt kommt unsere erste Aktion. Lieber René. Ja. Du wirst heute geprüft und jetzt kommen wir quasi in den Themenbereich
ja, man könnte sagen Getränke, aber es ist eigentlich Psychologie. Es ist reine Psychologie. Es ist reine Psychologie. Denn der gute René hat dort in Zweierreihen jeweils drei Gläser. Hast du? Ah ja. Okay. Ich drehe das mal um, das ja, ist nämlich andersrum. Nehme ich mal um. So sehen wir das. Wir sehen unten eins, zwei und die Nummer drei. Zweimal befindet sich hier, ist ein bisschen Hütchenspiel Goes Drunk, fällt mir gerade auf. Zweimal sehen wir in den Gläsern Wasser. Einmal allerdings nicht. Dort wird es etwas Klares sein, was sich dort befindet. René hat aber keine Ahnung, in welchen der Gläser sich etwas Hochprozentiges befindet. Man kann natürlich sagen, okay, die Chance liegt bei 33,3%. Aber in dem Fall ist es sehr hochprozentig, diese Chance. Für euch gilt es zu raten, anhand der Mimiken von René, der natürlich versucht, kaltblütig alles runterzutrinken, wo sich eventuell der Alkohol befinden könnte. In eins, zwei oder drei. Ich würde sagen, das Gift, genau, wird im Laufe der Sendung noch umfallen. Nein, eins, zwei oder drei, das sind eure Optionen. Und René, ich würde sagen, fang ruhig mal. Ich würde hinten anfangen, ehrlich gesagt, weil vorne ist viel. Genau, drin, hier sehen wir die eins, die zwei und die drei. Das wird, genau. Also, bitte? Von nee. Also steht das da drauf, ABC? Ja, dann mache ABC draus. Sind wir bei Frage 3, ja? Also, pass auf, wir spielen erstmal die erste Runde, guckt euch erstmal an. Ich würde sagen, möchtest du die von dir aus vordere? Ich nehme die vordere Reihe erstmal. Du nimmst die vorderen Gläser, das sind ist beides alles das gleiche, es ist immer dieselbe Position. Und dann würde ich sagen, Blick auf René. Ich kann ja auch so kurz ab. Du kostest mal, du musst auch nicht exen, wenn du nicht möchtest. Und dann schauen wir mal in das Gesicht von René. Bitteschön. Ich fange an. Ja, bitte, ey. Okay, die Frage ist, möchtet ihr noch eine zweite Runde? Ja. Bitte nein. Vielleicht sogar auch eine dritte oder vierte. Also René hat gesagt, die zweite Runde könnte kritisch werden. Das wollen wir natürlich im Verlauf. Nein, du machst natürlich dann nochmal, aber jetzt sind es größere Gläser, deswegen nur einen kleinen Schluck. Nee. Doch. Aufteilung ist die kleine, ist dieselbe wie bei der ersten Reihe. Also ist jetzt nicht eine andere. Aber jetzt kommt psychologisch natürlich dazu, jetzt weiß René, ich weiß, welches wo es war. Ist, ja. Jetzt weißt du es. Und es hat auch schon so leichten Drachenatmen im Hintergrund. Wie war es für dich? Dadurch, dass ich es nicht weiß, konnte ich, also ich habe es einfach weggeschluckt und ja, es war einfach schrecklich. Es war einfach schrecklich. Runde Nummer zwei für René. Du, okay, bitteschön. Es ist das vielleicht größte Sozialexperiment unserer Zeit. Aha. Eine Regel. Wow. Ja, okay. Das ist einfach. Also, eins, zwei oder drei. Wenn es bei euch ein ABC-Ding ist, dann gerne münzt das um in A, B, C. Ich nehme noch mal einen Schluck hinterher. Ja, trink mal noch. Das ist der umgefüllte Klare übrigens, den du da gerade trinkst. Ha, wahres oder klares. Ein beliebtes Spiel demnächst als 3-Stunden-Live-Sendung auf Rocket Beans. Sehr gerne, ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Frage Nummer 4. Das beliebteste Obst der Deutschen ist laut dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft der Apfel. Das beliebteste Gemüse, die Tomate. Und auf Platz 2, also, gesucht ist das beliebteste Obst der Deutschen. Wir reden hier natürlich vom Pro-Kopf-Verbrauch im Jahr und das zweitbeliebteste Gemüse. Zweitbeliebtestes Obst, zweitbeliebtestes Gemüse. Ich lese nochmal vor, das beliebteste Obst der Deutschen ist laut dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft der Apfel. Das beliebteste Gemüse, die Tomate. Und auf Platz 2, Fragezeichen.
Also einmal das zweitbeliebteste Obst und das zweitbeliebteste Gemüse. Ja, da hast du schon mal erstmal schwierige. Was ist eigentlich ein Gemüse, ne? So. Wie sieht denn das nochmal aus? Ja, also. Und? Ach, du hast. Ach so. Ah, hier übrigens. Falls ihr euch fragt, wie sieht denn das aus? Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und haben eine Tomate und einen Apfel da, ja, für euch zu Hause nochmal. Bin ich allergisch gegen. Und hier hätte ich gerne so eine Zahnbürste, die ich jetzt da dran. Ich habe so ein empfindliches Zahnfleisch. Dr. Bund, ne? Dr. Wir wollen ja keine Schleichwirkung machen. Dr. Better. Gibt's, meinst du, es gibt irgendwo Dr. Better, der gesagt hat, bestimmt. Fuck, der Typ war einfach auch besser als ich? Irgendwo gibt's bestimmt ein Plagiat. Tomate, Apfel. Wird nachher von einem Java-Nashorn gefressen, was hier live im Studio ist. Aber das ist Frage 20 erst. Da chillen wir noch. Ja. Zeit läuft so halb. Weiß ich nicht, habe ich die umgedreht oder ist abgelaufen? Ich klingel einfach mal. Ich verarbeite, ich verdau noch das von eben. Das stimmt, du bist ja ab jetzt nicht mehr ansprechbar für mich, habe ich ganz vergessen. Es war super, einen ersten Block zu machen. Gut, Frage Nummer 5. Ah, sehr schön, okay. Vielleicht die Eltern ein bisschen im Vorteil. Welche drei Tiere werden neben Enten in dem Kinderlied Alle meine Entchen noch besungen? Also, es geht hier um die weiteren Strophen von Alle meine Entchen. Welche Tiere werden da denn noch besungen? Hä? Es gibt eine zweite Frage, eine zweite Strophe? Sehe ich da in den Gesichtern? Ja. Welche Tiere werden noch besungen? Musste ich auch überlegen. Ich bin zum Kopf nochmal durchgegangen, aber... Ich kannte das gar nicht. Ich muss sagen, das war für mich so ein einstrophiges Lied. Wusste ich nicht. Wusste ich nicht. Man lernt das ja auch, glaube ich, als allererstes irgendwie auf Klavier oder auf der Blockflöte. Man lernt das als erstes auf Klavier, bevor man singt. Ich habe davon mal gehört. Lernt man das ja auf Klavier. Kannst du Klavier spielen, ja? Nee. Ich wollte mal, aber es ist dann halt nie dazu gekommen. Es gab dann nämlich irgendwann WoW. Dort habe ich meine ganze Kunst des Musiklernens reingesteckt. Leider. Es hätte was aus dir werden können, das bleibt hängen. Ja, aber dafür gibt es ja Musikband und sowas jetzt, ne? Stimmt. Irgendwelche Apps, wo man drauf drückt. Stimmt. Da wollte jemand die Frage nochmal hören. Drei. Drei, okay. Ah, Frage Nummer 6. Oh, schöne Frage. Frage Nummer 6, aufgepasst. Würde man mit dem chemischen Periodensystem das Wort Bohne schreiben wollen, bräuchte man welche chemischen Elemente? Also logischerweise Akronym Bohne aus den Anfangsbuchstaben welcher Elemente? Was kann man damit bilden? Tricky, aber nochmal schnell im Kopf das ganze Periodensystem durchgehen, dann hat man's. Also, die kleinen Gruppen braucht man nicht. Gruppen. Nils ist auch richtig schnell am Schreiben. Nils hat sofort losgelegt. Und das müssen wir aber nicht exakt abfilmen. Halten wir die Hände davor, Gunnar. Ja, also das Wort Bohne, zusammengesetzt aus den Elementabkürzungen. Es gibt hier natürlich ein bisschen mehrere Spielwiesen, ne? Wenn man sagt, okay, aha, die ersten Buchstaben und dann das und vielleicht die letzten. Aber es gibt nur eine richtige Lösung de facto. Ich habe es gar nicht mehr im Kopf, das Periodensystem. Aber auch nie Leistungskurs Physik gehabt. Ich hatte einmal eine 1 in Chemie und dann war der Lehrer lange krank und kam zurück und dann ging es um Alkale und Alkane und dann war ich raus. Und dann hatte ich nur noch 4 in Chemie. Wir haben nur Quatsch gebracht in Chemie. Das war, glaube ich, gar kein Chemieunterricht, den wir gemacht haben. Ich glaube, mein letzter Kontakt war dann wieder Sascha mit UI, A Chemical Reaction. Das war dann meine letzte Mal, dass ich mit Chemie groß was zu tun hatte. Eine Frage. Ja. Ist es immer nur der erste Buchstabe oder ist das halt quasi so die das Kürze, wie es... Du kannst es formen, ist nicht immer nur der erste. Okay. Vielen Dank, Andreas. Weitermachen. Ja. So, dann bin ich ja mal gespannt. Oh, ah, schön. Und du läufst einmal rum, René, denn für die folgende Frage braucht ihr etwas. Ihr bekommt etwas von René an die Hand für Frage Nummer 7. 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 Und für euch, liebe Zuschauer, ihr bekommt das natürlich gleich eingeblendet. Spielt fleißig zu Hause mit, übrigens, wenn ihr Bock habt, wenn ihr interagieren wollt, Hashtag Kneipenquiz auf allen Plattformen. Das haben wir für uns patentiert.
lasst euch da nicht von irgendwelchen regionalen Aktionen ablenken, die heute stattfinden. Wir sind das einzig wahre Kneipenquiz und fragen euch nach folgender Sache. Frage Nummer 7. Welche dieser Kollegen finden wir nicht bei IKEA? Gunnar, Nils Olle, Uke Ficken, Marc Frost, Lars Fried, Lisa Bo, Hauke. Welche dieser Kollegen finden wir nicht bei IKEA? Mehr als ein, das suggeriert die Fragestellung. Mehr als einer ist falsch. Ah ja, ach, die alte Frage, ja. Ja, da sind die Core-IKEA-Gänger stimmt. Natürlich jetzt bist gut im Vorteil, ne? Aus der Fragestellung ergibt sich, sind mehrere. Gerne Mikro, wenn ihr was sagt. Wie viele verrate ich nicht? Den gibt's auf jeden Fall. Aber bist du so ein IKEA-Gänger? Oh, Zeit ist abgelaufen, ne? Aber nee, hab ich dich auch umgedreht? Wir warten noch mal ein paar Sekunden. Wir sind ja nett. Früher, wo ich noch an einem größeren IKEA gewohnt hatte, waren wir häufiger mal da. Also aber hast du das war eigentlich nee, in Schnellen war das. Ah, ja. Aber das war eher so ein, lass mal irgendwas Samstag machen. Und anstatt in Hamburg an den Hafen zu fahren, geht's ab noch schnell in IKEA. Ja. Gut, wir haben alle Produkte da. Gleich. Nein, aber wir lösen das gleich richtig auf. Ja. Ich baue sie gleich alle auf. Okay, Frage Nummer 8. Also die falschen könnt ihr einfach rausstreichen, ne? Von denen ihr glaubt, die gibt's nicht. Frage Nummer 8. Ganz viele Gewitter in Deutschland. Und da haben wir uns natürlich auch gefragt, wenn wir jetzt wüssten, wie weit diese Gewitter wohl noch entfernt sind. Aber da gibt's ja eine Faustregel. Es blitzt. 5 Sekunden später donnert es. Wie weit ist das Gewitter laut Faustregel entfernt? A. Circa 700 Meter. B. Circa 1700 Meter. C. Circa 3300 Meter. Zeit läuft und in 5 Sekunden donnert's. Bitteschön. Alte Faustregel. Die wir natürlich sofort parat hatten. Natürlich, ja, bei der Besprechung wussten wir sofort Bescheid. Aber das ist, was man als kleiner Junge oder kleines Mädchen noch jeden Fall, glaube ich, immer mal erzählt schon. Worden ist. Weil man hat ja am Anfang immer ein bisschen Angst vor Gewitter. Ja. Und zu Recht. So laut, wie das inzwischen donnert, ich verstehe jeden ureingeborenen Stamm, der sagt, scheiße, das war's. Die Götter sind sauer, ja. Gott, hat überhaupt keinen Bock mehr. Ja. Also es hat auch letztens richtig geböllert in Hamburg. Das ist auch über uns drüber gezogen. Und so ist diese Frage auch entstanden, weil wir gesagt haben, scheiße, was können wir tun, um den Leuten auch ein bisschen die Angst wieder zu nehmen vor Gewittern? Genau, aber als kleiner Butschi wurde mir so erklärt, dass es weit weg ist und dann muss man einfach nur ein bisschen zählen und hören. Ja. Und dann kriegt's eigentlich jeder raus. Natürlich ärgerlich am Ende. Ne? Eigentlich jeder hat's bestimmt im Kopf. Mal gucken, wer es richtig hat. Ach, schön. Jetzt kommt vielleicht mein Highlight. Vielleicht mein Highlight. Mal sehen. Alle Teams fleißig am Schreiben. Okay, Frage Nummer 9. Jetzt kommen wir zu meiner vielleicht bis dato Lieblingsfrage. Denn ihr habt vielleicht mitbekommen, dass einige neue Mammuts gezüchtet werden sollen. Und da haben wir uns gesagt, na, das wäre doch schön, wenn der erste Dino hier live im Kneipenquiz schlüpft. Deswegen hat René Folgendes vorbereitet. Zeig es uns doch mal. Soll ich es hochholen? Ja, hol's einfach. Alle? Hoch. Okay. Alle? Oh, das ist voll. Die sind ja alle auch super was wert, ne? Das stimmt. Wo habe ich denn hier? Wie heißen diese teuren Eier? Weiß ich gar nicht. Tausendjährige Eier? Tausendjähriges Ei. Oder meinst du diese russischen? Ja, die meine ich. Ja. Die, bringen Sie mir die, Officer. Wir sehen hier 3 Schüsseln. In diesen Schüsseln befinden sich prähistorische Fossilien. Gemischt mit Kinderspielzeugen, die irgendwann im Laufe der Sendung schlüpfen werden. Nils guckt komplett begeistert. Aber wir sehen hier an den Zetteln, das sind die leiblichen Eltern dieser Kinder. Und wir können, ganz kurz reinschauen. Hast du das Video zufällig parat? Ich habe hier mir ist ein Video zugespielt worden. Genau. Denn um zu zeigen, dass dieser Versuch hier tatsächlich unter reellen Bedingungen stattfindet und in Absprache mit einigen Harvard Professoren durchgeführt wurde, sehen wir hier folgendes Video nochmal für euch, damit es diese Diskussion gleich nicht gibt. Schauen wir mal. 17:45 Uhr.
sehen wir, wie diese Eier zeitgleich nahezu reingesetzt werden. Diese Eier werden im Laufe der Sendung schlüpfen, hoffen wir. Vielleicht aber auch nicht. Die Frage ist, ja, hier sehen wir es alles, eins René, eins Johanna und eins ich. Frage ist tatsächlich, welches Ei schlüpft heute im Laufe der Sendung? Denkt dran, wir haben Zeit bis 23 Uhr. Schlüpfrig, welches Ei wird schlüpfen? Man kann auch sagen, wer sind die besseren Elternteile? Was glaubt ihr? Ihr dürft einen schicken pro Team, die einfach mal reinluschern. Da ist natürlich Florentin, guckt sich das ganz genau an. Gunnar, jedes Team kann einen schicken, die sich das mal ein bisschen angucken. Unter selben Bedingungen, die haben alle ein Loch. Alle haben ein Loch. Die müssen ja auch atmen, ne? Die müssen atmen. Die haben eher unterschiedliche Brutzeiten. Kann ich die auch mal wackeln? Nee, was kann ich? Das ist verboten. Das sind alles natürlich alle Refüllen. Nein, nichts anfassen bitte. Temperatur ist gleich bei allen drei. Es sind keine unterschiedlichen gleiche Wasser. Sachen. Und gleiche Härtegrad. Kein klares Urin. Sie sind nicht voneinander zu unterscheiden. Auch kein Schnaps. So, Florentin, einmal zurück. Die anderen Captains mal gucken lassen. Die Informationen müssen dir ausreichen. Also, drei Dino-Eier. Und wir wollen natürlich, dass was schlüpft heute. Wir werden heute Eltern. Wir werden heute Eltern werden. Es kann aber auch sein, dass gar nichts passiert. Und auch das ist das Kneipenquiz am Ende. Muss nichts passieren. Nicht immer nur Entertainment. Man kann auch mal gucken, wie ein Ei schlüpft. Darfst du die Schalen drehen? So, jetzt reicht's aber auch hier. Danke, Janina. Danke, Anton. Nichts, gar nichts. Sehen alle gleich aus. Ja, das weiß ich auch. Also. So, dann sehen wir hier nochmal. Also, machen wir uns nichts vor, das ist komplettes Glück. Gar keine Illusion. Es kann sein, dass eins dieser Wesen heute schlüpft. Vielleicht alle, vielleicht aber auch gar keins, das heute schlüpft. Wir werden es herausfinden. Wir werden es live sehen müssen, was hier heute passiert. Und es kann auch sein, dass vielleicht erst eins schlüpft und dann später vielleicht. Dann, wir bleiben nämlich drauf. Wir sind hier immer mit der Kamera. Und René, du wirst heute hier die Leihmutterschaft übernehmen und immer mal wieder schauen. Genau, ich packe sie wieder in den Brutkasten. Und wir haben da drauf natürlich auch eine Kamera gerichtet. Wenn es soweit ist, können wir direkt drauf schauen. Also, live. Die alte Regel, wenn's Köpfchen guckt, ist es geboren, gilt hier natürlich auch. Es ist einfach nur Luck. Machen wir uns nichts vor. A, B, C. Gut. Aber ich will natürlich heute Vater werden. Nochmal. Klar. Nochmal. Sehr schön. Ja. Dann kommen wir zu Frage Nummer 10. Achtung, einmal die Lauscher aufspannen, denn hingehört, welche vier Podcast-Intros verstecken sich in diesem Mashup. Vier Podcast-Intros, bitteschön. Keine teilnehmenden Podcasts, also von Teilnehmern, das kann man nur sagen. Ja, wir können es nochmal hören und gerne ein bisschen lauter. Natürlich können wir das machen. Einmal ein bisschen lauter hier für die Leute. Da kippt die Stimme. Ne? Und das sind die Bilder, die am Ende auf dem Thumbnail landen. Ja. So ein Handy, der die Lausche aufspannt. Anton, hast du vorgemerkt, ne? Das wird's doch werden. Schwierige Sache. Für mich. Vier Podcasts verstecken sich in diesem Mashup. Und ja, noch einmal bitte abspielen. Achtung. Nur drei, sagt Florentin. Nein. Keine von Teilnehmern, von Anwesenden. Nein. Könnte auch so ein Hörspiel sein. Also so ein bisschen ein Hörspiel so sein. Vibes. Da bin ich komplett raus. Podcast. Alles sehr bekannte Podcasts, das kann ich nur sagen. Und auch ein allerletztes Mal machen wir noch. Alle noch einmal die Lauscher spitzen und gerne laut hier im Studio. We'll be right back.
geil. Ich höre nur drei, ja, aber da ist noch ein vierter drin. Und dann würde ich sagen, waren das die ersten 10 Fragen, lieber René, Weite deines Amtes. Sammel hier ein, was eingesammelt werden muss. Das waren die ersten 10 Fragen. Und für uns natürlich heißt es hier einmal, den Leuten das zu entreißen. Entreiß es den Leuten einfach. Kann ich schon bitte haben? Wie sieht's bei euch zu Hause aus? Habt ihr gut abgeschnitten? Wusstet ihr viel? Einmal geht auf Twitter, geht auf Instagram. Let it be known, dass ihr heute natürlich das Kneipenquiz schaut. Ja, 7 habe ich. Plus die 7. Das kann ich doch nicht machen, du spielst doch mit. Gut, das sind... Vielen Dank. Das sind und hier bitte René auch einmal. Also jetzt aber auch Ultimate Quiz Machine. Nur was vorne zählt, ne? Habe ich ganz... Na gut, sehr gut. Ich sag's habe ich ganz mal genau gesehen, da müssen wir beim nächsten Mal als erstes einsammeln. Aber wir zählen einmal die Punkte durch und dann geht's hier gleich weiter beim Kneipenquiz. Bis gleich. Kneipenquiz. Und damit willkommen zurück zum Kneipenquiz 2021. Herrschaftszeiten. Der Applaus hat schon ein bisschen abgenommen. Es sinkt so ein bisschen. Na, wie haben wir denn abgeschnitten in der ersten Runde? Und das ist natürlich die Frage, waren tricky Fragen dabei? Aber klar, ihr seid natürlich auch, ihr werdet ja auch immer intelligenter von Folge zu Folge. Deswegen müssen wir das Niveau der Fragen ein bisschen anpassen. Gunnar, wie lief's bei deinem Team? Was hast du für ein Gefühl von Runde 1? Ja, ich glaube mal, wir haben so 4 Fragen richtig wahrscheinlich. Und den Rest gucken wir mal. Also nicht so gut lief's hier, oder? Reicht es trotzdem? Ja, na klar, die anderen sind ja noch dümmer. War eine Suggestivfrage. Eddie kann direkt antworten. Das kannst du nicht auf dir sitzen lassen. Aber er hat vollkommen recht. Wir haben nicht viel richtig, glaube ich. Wie sieht's bei euch aus, Anton? Was ging bei euch? Ja, wir bauen auf die Dinosaurierfrage. Ihr hofft, dass das ist ja, auf wen habt ihr gesetzt? Beim Johanna natürlich. Bitte? Johanna ist die Dinosauriermutter des Tages. Ihr meint, sie hat ein gutes Händchen im wahrsten Sinne. Werden wir rausfinden, wir können es nicht weiter beeinflussen. Es ist pures Glück, also vielleicht rettet euch das. Game 2, Janina, wie sieht's bei euch aus? Erste Runde, wie lief's? Das Ding ist, ich glaube, wir haben alles falsch oder alles richtig. Das ist mit welcher Wahrscheinlichkeit richtig, wissen wir nicht genau. René, wie sieht's bei dir aus? Hast du Ergebnisse? Ja, ich bin durch. Natürlich, das eine Ergebnis haben wir noch nicht, das sind die Eier. Stimmt. Aber das kommt im Laufe der Sendung dann. Egal, wann es passiert, wir schalten drauf und geben euch dann direkt den Punkt danach dann, ne? Genau, so ist das. Sobald da was schlüpft, werden wir das auch schön. Unsere Schlüpfcam. Ja, ist doch toll. Gut, mal schauen, was da heute passiert. Wir fangen einmal mit der Auswertung. Frage Nummer 1. Bei den Olympischen Spielen in Tokio debütierten 5 neue Sportarten. 2 haben mir aber schon gereicht. Wie sieht's bei euch aus? Nils, würde ich sagen, Olympia-Fan, du guckst dir da alles an Leichtathletik. Ja, ich hab's dieses Jahr nicht geguckt. Okay. Und Menschenrechtsverletzungen in Japan, habe ich das boykottiert. Okay. Aber Katar guckst du dir aber wieder an. Ja, na klar, die sind ja super. Die haben nichts gemacht. Ja. Also sicher waren wir uns bei 3 gegen 3 Basketball. Und okay. Und dann haben wir noch gesagt Skateboard. Da war ich mir sicher. Da war Gunnar sich sicher. Skateboard auf jeden Fall. Da muss man sagen, also Basketball als Sportart gibt's ja schon. Wenn du da eine neue Varianz meinst, das reicht natürlich nicht. Aber die anderen Teams. What the fuck? Die anderen Teams können es bestimmt lösen. Was gab's noch? Was war neu dabei? Das ist ein komplett 3 gegen 3 Basketball. Was war noch dabei? Parallel andere zum Teams? Normalen 5 gegen 5 Basketball. Also wir haben Bouldern. Lisa, sorry? Wir haben Bouldern genommen, da sind wir uns sehr sicher. Ja. Das ist ja auch genauso. Ja, ohne Mikro nee, hören wir gar nichts. Richtig, glaube ich. Und Skateboard haben wir auch. So, ne? Skateboard. Und ja, Bouldern. Wie sieht's bei Game 2 aus? Nein, das hatten wir. Markus, habt ihr was? Ja, wir haben Skateboard auch. Ja. Und haben daraufhin abgeleitet Surfen. Auch dabei, komplett richtig. Ich löse mal auch auf. Dabei? Die 5 neuen Sportarten werde ich schon beworfen. Oh.
Aber, hä, 3 gegen 3 Basketball? Bevor du dich festlegst, wollen wir was sagen. Beim 3 gegen 3 Basketball ist sogar hat der Ball ein anderes Durchmesser, einen anderen Durchmesser als der reguläre Ball. Also es ist einfach eine komplett andere Sportart. Ist aber keine neue Sportart. Es ist eine Varianz vom Basketball. Da ist keine neue Sportart, die dir gefällt. Die 5 neuen Sportarten hast du. Zeig uns die gerne nochmal. Also ist 110 Meter Hürden auch nur eine Varianz von 100 Meter ohne Hürden oder was? Das wird witzigerweise unter Sportarten alles unter Leichtathletik gefasst. Unter Leichtathletik sind alle 50 Disziplinen, die wir unter Leichtathletik kennen. Ganz spannende Sache. Wir schauen mal. Fragen. Was sind die 5 neuen Sportarten, René? Die 5 neuen Sportarten sind Baseball-Softball, Karate, Skateboard, Sportklettern und Surfen. Das sind die neuen Sportarten. Wir können noch mal einen Überblick. Ich glaube, hast du es zufällig da? Ich habe alle offen, ja. Frage 1 übrigens schon, so viele Diskussionen. Das war die kurze Wissensfrage. Ja, seht ihr es auch noch mal? Bouldern ist ja Sportklettern, ne? Das habt ihr schon so gezählt. Ja. Ich möchte dem Team auch zusprechen. Schnellklettern ist ja quasi auch Bouldern und ist quasi auch Sportklettern, ne? Schnellklettern, ja. Sweet ist quasi Klettern ist Klettern, ne? Ja. Sind wir uns, glaube ich, einig, oder? Sehr gut. Die haben Speed, ganz spannend. Speedklettern geschrieben. Lass mir Geld. Auf Speedklettern sehe ich aber nicht als... Hat's denn überhaupt jemand richtig, René? Ja, wir haben hier Wissen, es macht Spaß. Wissen, es macht Spaß, hat's richtig. Haben Skateboard und Bouldern. Dann haben wir Game 2 mit Skateboard und Surfen. Oh, okay. Surfen ist nämlich auch dabei. Aber wenn das auch ein anderer Ball ist. Die Everyday Heroes? Everyday Heroes haben Skateboarden und Speedklettern, aber... Es haben alle richtig, außer euch. Ja. Drei gegen drei Basketball? Ja. Mal davon ab, ob es neu ist. Das guckst du dir an? Wir wussten tatsächlich auch Baseball und wir haben das nicht aufgeschrieben, weil wir dachten, wir haben schon 2. Schade. Das sind die 5 neuen Sportarten. Und vor allen Dingen, das war die Sportfrage. Die ist jetzt raus. Gegoogelt, ob das durchgeht? Wir können es gerne nochmal googeln. Neue Sportarten Olympia. Gucken wir uns das nochmal an. Das kann. Google ist mal. Nein. Also, sorry. Es gibt 5 zur Auswahl und ihr wisst nicht mal 2? Nein. Das können wir nicht machen. Das können wir nicht machen. Aber lassen wir mal über Urlaub sprechen. Mann, wieder. Das ist unfassbar. Das stimmt nicht. Das ist nicht mal Top 5. Wir haben hier Softball und Baseball. Und okay, das ist natürlich ein random Artikel, der jetzt gerade vorgerufen ist. Ja. 5 trendige Sportarten sind in Tokio neu dabei. Was ist die Quelle? Ich kann es nicht lesen von hier. Das ist der Stern. So, Stern. Nicht, oder? So. Soft. Hinten das Tagebücher oder was? Ach ja, jetzt ist er uns zu rechts oder was? 5 neue Sportarten. So. Hui. Ja, das sind alle, die wir natürlich aufgeschrieben haben. Da brauchen wir auch keine. So, und das reicht uns. Also bitte, das war die kurze Wissensabfrage. Jesus. Frage Nummer 2. Gut, das ist tricky. Das ist tricky. Mache ich euch nichts vor. Die Aktienkurse welcher Unternehmen sehen wir hier? Hatte irgendjemand eine Ahnung, welche Firmen wir da suchten? Florentin, ihr habt so ein bisschen überlegt, was gab's euch? Du bist ja, glaube ich, jemand, der, ne, Bulle Bär, das ist ja so deine Welt eigentlich. Klar, natürlich, das Geld arbeitet für mich. Wir waren uns sehr sicher bei 1 und 3. Ja? Tatsächlich, bei 2 haben wir noch lange überlegt, da hat dann letztens Etienne recht behalten. Wir hatten bei 1, ich weiß nicht, ob wir den immer einblenden könnten, bei dem Aktienkurs. Können wir das nochmal sehen? Nummer 1 waren wir uns vergleichsweise sicher, dass es sich hier um eines der erfolgreichsten Unternehmen der Wirtschaft handelt, und zwar um GameStop. Haben wir natürlich alle mitbekommen, riesiger Aktienaufstieg und Skandal. Richtige Antwort, wir haben es alle mitbekommen, das Getrolle am Aktienmarkt, GameStop. 27.07. hier der Peak. Du bist für mich so jemand, der in GameStop. Da würde ich gerne noch mal wissen, wann der da eingestiegen ist. Am 27. Da habe ich gekauft. Also, GameStop ist richtig. Das war schwer. Habt ihr noch was bei den anderen beiden? Ja, wir haben beim 3. waren wir uns auch noch relativ sicher. Das war der Kurs mit dem großen Absturz auf 0. Da dachten wir uns, das muss Wirecard. Stark, ist richtig. Ja. Aber das zweite ist tricky. Zweites ist tricky, gebe ich dir. Hast du was probiert? Wir haben lange überlegt, also das ist der konstant steigende Kurs, da haben wir überlegt, ist es BioNTech, ist es Tesla? Wir haben uns lange hin und her überlegt und es dann für Tesla entschieden. Sehr ärgerlich. Nein! Das ist BioNTech, in der Tat. Etienne Garde. Wir haben drei Teams. René, hat also, wir sagen das war mal wirklich so, schwer. Das alle Teams wussten, die beiden, also GameStop und Wirecard.
Und anscheinend ist Tesla hier durch die Köpfe der Leute rumgegangen. Tesla, das ist, ne? Steht auch auf 3 Zetteln. Bei Everyday Heroes steht Apple. Aber es ist leider... Also alle 4 Teams haben 2 von 3 richtig. Genau. Alle. Dann geben wir ein Team einen halben Punkt. Das war eine tricky Frage. Ich weiß, ich verstehe eure Einwände sofort, aber das war wirklich schwer. Das war schwer. Ja. Halber Punkt. Das gab es seit Folge 3 nicht mehr. Schön, habt ihr sehr gut gemacht. Das war nicht so einfach. Sehr gut. Drittens war auch nicht so einfach. Aktion Wahres oder Klares. Der gute René, wie ist sein Zustand eigentlich? Ich habe einen warmen Bauch. Okay, nicht, dann hol doch gerne nochmal die Tabletts hoch, damit wir ja auch den Geruchstest notfalls machen können. Genau, ich weiß mir gerade nicht sicher. Was habt ihr denn geglaubt, liebe Teams? Hat der René ein Pokerface gehabt? Wo habt ihr geglaubt, irgendwelche Zuckungen in der Mimik vernehmen zu können? Sonst mit Mikrofon, weil wir immer noch in der Sendung sind. Ganz klar. Ich habe gedacht, eins, aber die Gruppe meinte 2. Also wir haben 2 angeguckt. Ach. Du kannst, das war eine Grundentscheidung. Was ist das denn jetzt? Also wir haben die 2, wir haben die 2 genommen. Okay, also Flo wurde überstimmt. Nein, wir dachten tatsächlich, wir haben gedacht, weil er hat beim zweiten Mal trinken, beim zweiten so gezuckt. Und dann haben wir gedacht, beim dritten hat das überkompensiert, indem er dann so eine Grimasse geschnitten hat. Und deswegen haben wir gedacht, so, ja, okay, dann war es vielleicht das zweite. Es ist im Prinzip reine Psychologie. Steffen schüttelt aber vehement den Kopf, sagt, N-n, ich weiß. Das ist natürlich die 1, weil wir alle wissen, wir alle kennen René, man muss auf den Kehlkopf achten. Und beim zweiten Trinken des ersten Glases hat er mehrere Schlücke gebraucht, um das runterzubekommen. Oh! Und deswegen sind wir ziemlich sicher, dass es Nummer 1 war. Haben wir eine Zeitgruppe? Vielleicht können wir das anfertigen im Laufe des. Eddie, was habt ihr denn getippt? Also, wir haben tatsächlich exakt genau den gleichen Gedankengang gehabt wie Nils und deshalb auch 2. Gedacht. Game 2? Also, es war die Kombi aus. Also, wir sind uns ziemlich sicher, dass es die Nummer 1 war, weil da René irgendwie so. Ja, der hat ein bisschen länger gebraucht und wir haben Top-Psychologin Janina hier. Ja, pass auf, ich habe jede Folge Lie to Me geschaut. Jede. Und da geht es genau um sowas. Bitte, es muss 1 sein. Ich hab die alle analysiert. Da geht es um Mimik und sowas und wann man lügt. Und ich glaube ihm kein Wort. Bei 1 hat er auf jeden Fall Alkohol getrunken. Safe. Gunnar, komm mal nach vorne. Ich trinke das alles. Nee, du musst es nicht trinken. Nur einmal riechen, die Geruchsprobe. Da ist nichts drin. Nein, es ist 1. Es ist die 1. Es ist die 1. Aber stark, Steffen. Stark. Ja. Steffen ist ja auch schon Urgestein und hat mich auch das ein oder andere Mal einkippen sehen, deswegen. Das mich komplett durchschaut, der Junge, ja. Das hilft, wenn man René beim Bechern sieht. Wer hatte das denn richtig, logischerweise? Everyday Heroes und Game 2 kriegen einen Punkt. Die anderen habe ich damit getrickst. Stark. Bei dem kleinen Schmunzler. Stark. Ich habe jetzt schon, sind es alle möglichen Zeichen? Ja. Jetzt darf ich keine neuen Zeichen mehr etablieren hier. Alles klar, das war Frage Nummer 3. Frage Nummer 4. Das beliebteste Obst der Deutschen ist laut dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft der Apfel, das beliebteste Gemüse, die Tomate. Und auf Platz 2, liebes Game 2, was ist das zweitbeliebteste Obst, das zweitbeliebteste Gemüse? Laut Pro-Kopf-Verbrauch. Also wir haben jetzt eine kleine Umfrage bei uns gestartet und das war eindeutig die Banane als Obst. Und Gemüse war schwierig, da hatten wir einen kleinen Kampf zwischen Paprika und Gurke. Aber es ist die Gurke geworden. Aber eigentlich hat Gurke gewonnen. Weil wir auch Kartoffel hatten wir auch gesagt, aber wir sind so schlau und wissen, dass das kein Gemüse ist. Ganz interessant, zählt offiziell die Kartoffel zu den landwirtschaftlichen Kulturen, also nicht unter Gemüse. Vorsicht, das ist, was? Habt ihr echt auch die Kartoffel? Das ist doch kein. Das ist doch kein Gemüse. Ja, da habe ich ja bei der Fragestellung noch gerade gesagt, jetzt müssen wir mal wissen, was Gemüse und was kein Gemüse ist. Ich muss dir wirklich sagen, 3 Teams haben Kartoffel geschrieben. 3 Teams haben Kartoffel geschrieben. Interessant, da haben wir doch alle was gelernt. Zählt nicht zum Gemüse. Hat denn jemand, warte mal, Game 2, ihr hattet schon mal das zweite Obst, richtig? Ah ja? Guck mal, ich habe keine Kosten. So, pass auf. Hier sehen wir schon mal, ne? Was? Das ist doch kein Gemüse. Das ist doch zu den landwirtschaftlichen Kulturen.
Sorry, das spritzt. Ist das gleiche wie die erste? Nein, das ist eine Finte. Was? Und wir haben jetzt hier das noch. Ich kann da nicht raus. Auch hier Platz 2. Game 2 hat es richtig, zumindest die Banane. Auch das sind natürlich Bilder, die man nicht im Internet haben will. Bananen und Möhren. Möhre geht nicht. Geil. Gut, die werden natürlich nach der Sendung hier verteilt. Ja, ja. Stark. Das hat dementsprechend niemand. Kannst du noch mal googeln parallel, was die Kartoffel ist? Rein, ich gucke mal. Wissenschaftlich gesehen. Stark. So. Hatte das dann irgendjemand richtig? Alle haben Banane geschrieben, aber dann kam die Kartoffel und die Gurke. Deswegen leider keiner. So, dann hat es schon mal keiner richtig. Paprika ist auch viel zu teuer. Da geben wir auch keinen Heim. Nein, also bitte. Ja, dann gib doch wenigstens Kartoffel her. Ja. So, wer möchte? Wer möchte hier Möhren? Hier, sehr schön. So. Nehme ich eine. Geil. Noch jemand? Waschen wir nicht ab. Ach so, so, ein paar brauchen wir noch. Noch jemand hier? Ich hab heute schon. Hast du eine Kartoffel? Okay. Eine würdest du nehmen? Ich nehm die auch mit ganz schön. Möhren habe ich heute schon gegessen. So. Oh, was ist das? Brauchen wir gleich noch. Habe ich gerade gehört, brauchen wir noch. Gut. Hat keiner richtig. Haben wir noch die Auflösung? Notfalls? Oder bringt uns das in Probleme, dann machen wir schnell weiter. Gut. Probleme, Abbruch. Okay, Frage Nummer 5. Welche drei Tiere werden neben Enten in dem Kinderlied alle meine Entchen besungen? Drei Tiere waren gesucht. Und ich würde sagen, bevor wir lang... Na, wobei, hat jemand was Kurioses geschrieben? Wir haben... Ja. Ja, doch schon. Jeder hat so ein bisschen, ne? Ja, auch ich. Ich würde sagen, wir hören uns einfach die Auflösung an von der lieben Antje Schomaker. Bitteschön. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See. Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höhe. Alle meine Täubchen bohren auf dem Dach, bohren auf dem Dach. Eins fliegt in die Lüfte, fliegen alle nach. Alle meine Hühner scharren in dem Strom, scharren in dem Strom. Finden sie ein Körnchen, sind sie alle froh. Alle meine Gänse watschen durch den Grund, watschen durch den Grund. Suchen in dem Tümpel, werden kugelrund. Viel Glück beim Quiz. Vielen lieben Dank, Antje Schomaker, für alle meine Entchen a cappella. Ist auch live natürlich beim Reeperbahn-Festival und checkt ihre neue Single aus. Danke an die liebe Antje Schomaker, die das sehr kurzfristig für uns gemacht hat. Und ihr habt es gehört, die drei Tiere, die gesucht waren, waren Täubchen, Hühner und Gänschen. Mein Täubchen. Hat es denn eins von meinen Täubchen richtig? Ah, wir haben hier auf jeden Fall eine Gans drinne. Eine Gans. Dann haben wir auch ein Kätzchen, ein Schäfchen und ein Häschen. Aber alle? Sowie auch ein paar Wesen, die unter Wasser leben, wie ein Fisch. Fisch? Aber auch hier. Wer hat Fisch geschrieben? Game 2 hat Fisch, Frosch und Gans geschrieben. Fisch, Frosch und Gans habt ihr Game 2? Was ist das denn? Seid ihr bei Animal Farm? Wie heißt das auf Deutsch? Ja, also Bauernhof? Wir sind ja auf dem Wasser. Auf dem Wasser haben wir auf jeden Fall Fische. Ja, nicht auf dem Wasser, aber unter dem Wasser. Im Wasser haben wir Fische. Dann haben wir die Gans habe ich gespürt. Ich weiß nicht, das war irgendwie so in meinem Blut. Ich habe keinen Grund dafür. Und was war das dritte? Frosch. Wir haben uns nichts mehr eingefallen. Weil der Frosch in jedem random deutschen Kinderlied kommt irgendwann mal. Gut, Frosch jetzt vor. Wissen wir es, glaube ich, alle. Shit. Sechste Frage. Oh, jetzt bin ich gespannt. Das könnte auch jetzt wieder streitbar werden. Würde man mit dem Periodensystem das Wort Bohne schreiben wollen, bräuchte man welche chemischen Elemente? Nils, du hast sofort hast gesagt, gib mir Stift und Papier. Was hast du aufgeschrieben? Also Sauerstoff und Wasserstoff ist, glaube ich, relativ leicht. Das habe ich aufgeschrieben. Und dann haben wir uns gestritten. Barium, Brom, Bor, so am Anfang. Und am Ende waren wir uns nicht mehr ganz sicher. Wir sind dann auf Gold gegangen.
Weil Gunnar hat in Gold investiert und er hat gesagt. AU, AG? Silber und AU ist Gold, ja. Ja, Gold, ja, das wussten wir natürlich nicht. Bisschen was Richtiges auf jeden Fall dabei. Wie sieht's bei euch aus? Steffen? Chemiker unter euch? Ja, also Sauerstoff und Wasserstoff hatten wir auch. Wir hatten noch Neon für NE. Und bei dem B hat's uns dann verlassen. Da haben wir dann getippt Beryllium. Aber das könnte schwierig werden. Game 2? Ahnung? Markus? Ja, die Klassiker haben wir auch. Beim Rest haben wir, glaube ich, reingeschissen. So ein bisschen. Naja, also wir haben. Möchtest du dein B erklären? Ja, also ich glaube, Bohr ist das Richtige. Ich hatte irgendwie Borium im Kopf und das ist natürlich kompletter Bullshit. Deswegen. Halber Punkt. Okay, Stickstoff haben wir, glaube ich, auch Florentin, interpretiert. Eddie, Lisa, Fabian. Ja, absolute Katastrophe. Also wir dachten, BO steht zusammen für Bohr. Hatten dann noch Wasserstoff natürlich und dann NE, völlig ins Dunkle, Stickstoff. Keine Ahnung. Stickstoff ist N. Ich glaube, wir haben eine kleine Auflösungsgrafik. Beinhaltet die schon die Lösung oder ist sie nur on top? Schon die Lösung, ne? Ich glaube, wir schauen mal rein. Das ist die Lösung. Aber... Also, konnten uns leider die Titelmelodie nicht leisten, aber wir haben es gesehen. Bohr, Sauerstoff, Wasserstoff, Neon. Hat das irgendjemand richtig? Nein. Nein, überhaupt nicht. Aber Everyday Heroes haben, ja, fast alles Beryllium, ja, Billion, sonst, ne? Alles richtig. Ja. Ist tricky. Frage Nummer 7. Da wollten wir wissen, welche dieser Kollegen finden wir nicht bei IKEA? Gunnar, Nils Olle, Uke Wicken, Mark Frost, Lars Fried, Lisa Bo, Hauke. War tricky. Ich gebe es schon mal vorweg. Ich glaube, wir schauen uns mal, können wir uns mal das erste Produkt anschauen und lösen das mal so auf. Das kenne ich. Alle zusammen, okay. Okay, wir sehen alle Produkte gleich einmal zusammen. Bitteschön. So. Also, wir sehen, Lisa Bo gibt's, Lars Fried gibt's, Gunnar gibt's, Mark Frost gibt's und Nils Olle gibt es auch. Nicht gibt es Uke Wicken und Hauke bei IKEA. Ja. So ist das. Also zwei waren falsch. War schwer. Werden wir heute noch häufiger hören. War wirklich ein bisschen anspruchsvoll. Hat das irgendjemand gewusst? Ja, fast. Wissen ist macht Spaß, hat Nils Olle noch mit angekreuzt. Sonst haben sie die beiden falschen Produkte halt unterstrichen. Ärgerlich. Aber ja, einer zu viel. Ärgerlich. Sonst wusste auch keiner. Haben alle daneben getippt. Frage Nummer 8. Es blitzt. 5 Sekunden später donnert es. Wie weit ist das Gewitter laut Faustregel entfernt? A, 700 Meter. B, 1700 Meter. C, 3300 Meter. Wer weiß es, wer hat die Faustregel parat und präsent? Gunnar. Ja, nicht die genaue Faustregel, aber ja. Hat mir als Kind oder uns allen hier am Tisch als Kind beigebracht. Eine Sekunde, ein Kilometer und... Pi mal Daumen haben wir dann gerechnet, deswegen sind wir auf C gekommen. Sieht das jemand anders? Wäre jemand vielleicht ein bisschen eher schon los? Hier, der Kameramann Jörg, der hat ja sich gemeldet. Warte mal. Was sagt denn Jörg? 340 Meter die Sekunde. Warum, Jörg? Das mal 5700, das ist die Schallgeschwindigkeit. Exakt. Ja, da gibt es einen Punkt für den Kameramann, sage ich mal. Damit zieht Jörg gleich mit unserem führenden Team und tritt als fünftes Team heute auf. Ja. Fairerweise war das natürlich der Trick, dass wir gesagt haben, wer denkt, wer wirklich so argwöhnisch ist und sagt, eine Sekunde, ein Kilometer, der wird natürlich auf die falsche Fährte gelockt. Aber Schallgeschwindigkeit bei trockener Luft, 20 Grad warmer Luft, 343,2 Meter sind es eigentlich, also mal 5. Circa 1700. B war richtig. Wer hat das richtig? Nur ein Team, das ist Game 2. Yes! Game 2. Offensichtlich, sobald der Schall da ist, Punkt für euch an der Stelle. Game 2 hat's richtig, alle anderen falsch. Die haben noch gar keinen Punkt.
Schauen wir uns gleich mal an. So, Frage 9 werden wir einmal schauen. Wie sieht's denn aus bei unserem Nachwuchs, René? Kann man da schon was sehen? Sind unsere Eier, sind die alle noch drin? Guck schon ein Köpfchen. Oha. Wir haben auf jeden Fall bei einem Ei einen leichten Crack. Bitte was? Können wir das sehen? Welches? Hier in den oberen Bereich. Aber ist es meins? Ist es man sieht das leider nicht so doll. Das ist A. Johanna. Ach, Johanna, ja klar. Okay. Man sieht es, glaube ich, nicht so richtig gut, ne? Ja. Ah, okay. Oh, da oben ist ja schon so ein großer Crack, oder? Ich bin im Licht. Ja, genau. Krass. Ich weiß gar nicht, ob das möglich ist, es noch einzuholen, diesen Vorsprung beim Schlüpfen. aber wir bleiben dran. Erst wenn das Köpfchen zu sehen ist, dann geht der Punkt. Aber das sieht gut aus. Wer hat für Johanna nochmal getippt? Unter anderem die Everyday Heroes, ne? Das sind 3 Teams, ja. Alle? Wer noch? Nur, also wir haben Everyday Heroes haben getippt. Wissen ist, macht Spaß. Und Ultimate Quiz Machine haben alle A getippt. Hat irgendjemand auf? Ja, Game 2 hat auf mich getippt. Weil ich wohl so grob mit dem Ei unter das Wasser gedrückt werde, vielleicht. Also, was mit meinem Kind passiert, ist offensichtlich den Teams völlig egal. Gut, kommt es nachher in den Mülleimer oder in die Dino-Klappe? Mal schauen. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Ändern. Frage Nummer 10 war: Hingehört, welche 4 Podcasts verstecken sich in diesem Mashup? Tricky, aber Podcast ist ein Medium unserer Zeit. Etienne, du sagst schon, du hast eigentlich Podcast, deswegen Frage für dich natürlich Podcasts, schwierig. Habe ich gesagt. Ach so, ich habe wahrscheinlich hasse Podcast. Habt ihr was gehört? Ja, Drinis haben wir gehört. Drinis. Baywatch Berlin haben wir gehört. Waren dabei, ja. Und dann hatten wir erst Zeitverbrechen, wir sind ein Team, haben es dann gestrichen und ersetzt durch. Alles gesagt. Alles gesagt. Alles gesagt, ja. Und dann haben wir noch Apokalypse und Filterkaffee gemeint gehört zu haben. Spannend. Ihr wart da auf dem richtigen Weg, seid dann aber so einmal falsch abgebogen, würde ich sagen. Nein. Gibt's Ergänzungen? Everyday Heroes, was habt ihr noch für Podcasts gehört? Baywatch Berlin haben wir. Ich glaube, wir hatten sonst noch Fest und Flauschig, aber nur, weil wir uns nicht auskennen. Baywatch Berlin hatten wir und Zeitverbrechen hatten wir auch und dann hat's uns verlassen. Ja, Zeit. Wärt ihr mal bei Zeitverbrechen geblieben, in der Tat? Und was ist das 4? Wir können es ja schon sehen. Ah ja, guck mal, dann haut's mal rauf. Wir sehen es schon. Coronavirus-Update war natürlich da noch versteckt. Zeitverbrechen habt ihr gesagt, Baywatch Berlin und Drinis. Das sind Julia Becker und Chris Sommer. Da sehen wir es nochmal, alle 4. Sag ich mal, mit Schwarmintelligenz hättet ihr die zusammen rausgefunden, aber hat es ein Team wirklich richtig, das Quartett? Leider nicht. Es waren viele, die auf dem richtigen Weg waren. Am nächsten dran war Game 2. Hat sich aber am Ende eine verheerende Deck entschieden, was natürlich falsch ist, aber sonst hatten sie alle 3 richtig, ja. Die Dafür lässt sich richtig. Schon ein halber Punkt geben. Wurde leider niedergestimmt, die Sache. So, 9 bleibt natürlich frei. 10, dann gucken wir uns mal an, was das bedeutet. Für Wissen ist macht Spaß. 1,5 Punkte. Oh, und traditionell wird jetzt der Stift leer. 1,5 Punkte. Ultimate Quiz Machine hat einen halben Punkt bisher. Game 2. Warte mal, sehe ich das richtig? 1, 2, 3. 3,5 Punkte? Ja! Okay. 3,5 Punkte und unsere Everyday Heroes sind bei 2,5 Punkten. Okay. Also, spannend, denn die beiden sogenannten All-Star-Teams sind super weit hinten. Aber hier ist natürlich noch nichts entschieden. Und dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause oder machen wir direkt weiter, liebe Johanna? Wie magst du es gern? Alle sind im Pausenmodus, es wird applaudiert. Dementsprechend muss ich in die Werbung gehen. Erste Runde liegt hinter uns, 20 Fragen kommen noch. Bis gleich nach der Werbung. Das Kneipenquiz. Du, ist das schon Sintro? Sind wir wieder drauf? Ohne Ansage sind wir einmal so drauf. Herzlich willkommen zurück zum Kneipenquiz. Wann fahren wir nächstes Mal in Urlaub? Achso.
Herzlich willkommen zurück. Runde 1 liegt hinter uns, ihr seht es. Das Schlachtfeld ist eröffnet. Alle versorgen sich nochmal mit neuen Getränken. Und wir stehen hier am Rande einer Sensation, René, nur um das mal kurz historisch einzuordnen. Denn aktueller Punktestand, da sehen wir, dass Game 2 führt und unsere beliebten All-Star-Teams hier abgeschlagen sind, gerade abgeschlagen. Im Verhältnis mit einem halben Punkt und anderthalb Punkten, alles natürlich noch drin. Da waren noch schwierige Sportfragen dabei und wir haben jetzt hier die Leute, die im Sport nicht so gut sind. Diese olympischen Sportarten, kommen Sie mir mit 3 gegen 3 Basketball. Hallo! Oh, ich hab das gehört. Ja, zu Recht. Ja, das wird übrigens die nächste Show von Nils wird sein, dass er mich zwingt, ein 3 gegen 3 Basketball-Event zu organisieren. Aber vorher machen wir weiter mit Runde 2. Dafür gibt es keinen Punkt. Wäre aber die nächste Frage gewesen. Oh, joi. Gut, Leute, was soll ich drum herum reden? Frage Nummer 11. Ihr habt alle eure Antwortbögen bereits? Ja, ne? Ja, Stifte. Ich habe alle ausgeteilt, Stifte haben sie noch behalten. Ich hoffe, die liegen auch noch an den Plätzen. Oder haben sie nicht mehr auf Toilette genommen? Und es ist schön, dass Steffen heute dabei ist. Steffen hat mich nämlich auf die Frage gebracht indirekt. Denn heute klären wir es ein für alle Mal. Welche Farbe hat der Mathehefter in der Schule? A, rot. B, blau. C, andere Farbe. Wart doch erst mal ab. Eine Minute. Welche Farbe hat der Mathehefter in der Schule? A, rot. B, blau. C, andere Farbe. Rot, blau. Macht nochmal weg. Noch nicht einblenden. Da wird sehr lautstark gefragt, was ein Mathehefter ist. Hier wurde ganz kurz, was ist ein Mathehefter? Ja, ich sehe es aber schon eingeblendet. Brauchen wir noch gar nicht. Ich kenne es aber auch. Am Ende des Jahres musste man seine Mappe abgeben. Und die hatten immer eine bestimmte Farbe. Du kennst es auch, ne? Bei dir war es? Naja, fragen wir nicht. Fragen wir nicht. Ich will es auch nicht sagen. Aber du hattest auch Hefter, ne? Genau, jedes Jahr mussten wir abgeben. Ja. Also wir mussten dann mitschreiben, einheften, abgeben die Mappe. Und dann haben wir dadurch nochmal eine Note bekommen. Am Ende des Jahres. Die sind noch mit rein. Wichtig, gewichtig war. Aber okay, also verrat nicht, was es ist, aber war es für dich eine Frage oder hättest du sofort gesagt? Ich habe sofort die Frage gesagt. Es muss safe das sein, ne? Ja. Klar. In Hamburg war es die Farbe, die ich denke, die es ist. Ich glaube auch, aus meiner Sicht. Mal gucken, wie die Community, also es ist komplett Deutschland, deutschlandweite Umfrage hier. Mal es ist deutschlandweit. Und ihr habt natürlich recht insofern, Bildung ist Ländersache, dementsprechend gibt es da unterschiedliche Quellen. Es gibt sogar Vorgaben, in manchen Bundesländern ist es so, in manchen ist es so. Dementsprechend ist die Frage natürlich, was denkt ihr zu Hause? Ihr könnt jetzt einfach abstimmen und wir sehen das Voting nochmal eingeblendet, um diese Frage ein für alle Mal zu beantworten. Ist der Mathehefter rot, blau oder hat er eine andere Farbe? Dann könnt ihr jetzt abstimmen. Ausrufezeichen Kneipenquiz rot, Ausrufezeichen Kneipenquiz blau und Ausrufezeichen Kneipenquiz andere. Ist schon tendenziös, aber wissenschaftlich müssen wir das abdecken. Rot, blau oder eine andere Farbe. Das Voting läuft ab jetzt. Und wir gucken am Ende des Fragenblocks drauf und entscheiden das ein für alle Mal. Und ihr könnt natürlich eure Sachen beeinflussen, ganz klar. Und Eddie hier mit seiner Classic Dinner for One Nummer, die er hier abzieht. Ist uns richtig wichtig, dass wir ein bisschen aufhören. Währenddessen machen wir schon weiter mit Frage Nummer 12. Blau machen. Das wird uns sehr viel bedeuten. Unfassbar! Dankeschön. Durch welche waghalsige Aktion mit einem Fass wurde Annie Edson Taylor 1901 berühmt? Unfassbar, durch welche waghalsige Aktion mit einem Fass wurde Annie Edson Taylor 1901 berühmt? Und hier sehen wir das Foto und das Foto verrät euch vielleicht alles, vielleicht aber auch gar nichts. Ist halt auch ein sehr großes Fass. Ist ein großes Fass. Haben sich geändert, die Fässer. Ist in etwa das, was hier angeliefert wurde für die erste Fragenrunde beim Kneipenquiz. Ach ja, da wird so ist gerübelt. Da muss man sich mal in die Zeit versetzen. Was hat man früher mit Fässern alles gemacht? 1901, ja, das war eine andere Zeit. Ja. Da haben Fässer hatten auch gesellschaftlich eine ganz andere Rolle als heute. Damals waren die in der Kaste eigentlich gleichgestellt mit Frauen.
Um so zu sagen. Sind die beiden vielleicht einfach verheiratet? Und blau wäre für uns. Das kann natürlich auch sein. Wäre das vielleicht die Lösung? Hat sie als erste Frau. War es ein riesiger Spucknapf von der Kneipe? Blau. Vielleicht blau. Ist es ja auch heute. Hier. Mal gucken, was die Leute. Mach die Farbe bitte. Die. Und da sehen wir bitte. Ich keine Ahnung, was bitte, das wäre gut. Für mein Boot. Ach so, das ist die Hefterfarbe, da versucht Gunnar noch zu manipulieren. Ist komplett legitim und sogar gewünscht an der Stelle. Frage Nummer 12, die Glocke fehlt, aber jetzt kommt. Frage Nummer 13. Wer ein Quäntchen Glück hat, hatte ursprünglich in etwa A, 2 Taler, B, 3 Quadratmeter, C, 4 Gramm. Wer ein Quäntchen Glück hatte, hatte ursprünglich in etwa A, 2 Taler, B, 3 Quadratmeter, C, 4 Gramm. Können wir gerne nochmal einblenden. Die Frage bleibt so lang, wie du das möchtest. Also, hier geht es natürlich um die Wortherkunft von Quäntchen. Was war das ursprünglich mal für eine Maßeinheit? 2 Taler, 3 Quadratmeter, 4 Gramm. Und Florentin überlegt natürlich, das ist seine Sprache, Altdeutsch. Da fühlt er sich eigentlich wohl und gut aufgehoben. Ja, nicht, dass er jetzt abdriftet, die Quantenphysik. Quantenphysik. Wir haben ewig nochmal recherchiert. Schreibt man es jetzt mit E oder Ä? Offensichtlich Ä. Wir so steht es eindeutig im Duden. Ja, wir haben mit Konrad Duden nochmal. War es Konrad Duden? Ja, ich glaube, Konrad Duden nochmal telefoniert vor der Sendung. War das nicht der Verleger? Aber hat er es auch nicht geschrieben? Du hast recht. Wer hat den Duden? Ich glaube, Konrad. 2 Taler, 3 Quadratmeter, 4 Gramm. Ja, ein bisschen Zeit ist noch, ne? Ja. A, B oder C, so schwer ist es auch nicht. Ist Multiple Choice, ja. Am Ende ein Kreuz setzen. Kriegt man den. Dann nehmen wir das. Ich hoffe, ihr habt euer Kreuz gesetzt und macht das natürlich auch am Sonntag. Hier geht's jetzt aber weiter mit Aussage Nummer 14, die gar nichts mit Politik zu tun hat. Es geht um Promi-Biografien. Viel zu sagen, Gunnar, ein leichter Vorteil. Welche Promis stecken hinter folgenden Biografien? Ungeschminkt, mein schrilles Doppelleben und vom Junkie zum YouTuber. Ey, hör auf, zwei Personen sind gesucht. Wer sind die? Naja, Autoren ist übertrieben, aber um die Figuren, um welches Leben geht es, sagen wir es mal so. Geschrieben haben sie das vielleicht beide gar nicht selbst. Da gibt es ja Ghostwriter, ne? Zeit läuft. Was war der Titel? Es sind nur zwei. Ach so. Zwei Titel. Ungeschminkt, mein schrilles Doppelleben und vom Junkie zum YouTuber. Zwei Titel, zwei Personen werden gesucht. Können wir die Frage noch einmal sehen? Kurz, da gibt es offensichtlich mittelgroße Verständnisprobleme. Hier nochmal die Frage. Viel zu sagen, welche Promis stecken hinter folgenden Biografien? Ungeschminkt, mein schrilles Doppelleben, vom Junkie zum YouTuber. René, auf dich trifft eigentlich beides zu. Du könntest beides machen. Ich könnte beides machen, ja. Ja, könntest beides. Mein Kiezleben und das andere Leben, ja. Dass ich auf YouTube so rumtreibe, ne. Aber da ist das eine Team schon sehr gemütlich. Ne? Da wollen die gleich noch einen dritten hinschreiben. Das ist Wahnsinn. Ja, das fände ich ja spannend. Wo war denn da der dritte Titel? Einfach nur Doppelleben als einen Titel? Aber das können noch viele sein. Können wir gleich noch mal fragen bei der Auflösung. Glaube ich auch. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Guck mal, hier die junge Zielgruppe, die... Das ist, die müssten zum... Also bei einer Person würde ich denken, vielleicht kennen sie die gar nicht mehr. Die andere müssten sie aber gelesen haben, gehört zum Stammliteratur in dem Alter. Gut, Zeit abgelaufen. Nächste Frage. Das kann auch. Dafür möchte ich dich einmal bitten, lieber René, genau. Einmal die Arbeitsblätter auszuteilen. Frage 15. Achtung, Kurzkontrolle in Richtung Postkarten verschicken. Florentin guckt schon. Florentin, was ist das Problem? Nein, Deutschland, sagt Florentin. Geografie, Deutschland. Denn die Aufgabe lautet, und liebe Zuschauer, ihr seht das gleich eingeblendet, schreibt euch das zu Hause am besten raus, die Region und die Kästchen. Denn die Frage ist... Trage die erste Zahl der Postleitzahlen in die entsprechende Region ein. Also, Postleitzahlen sind gesucht. Ihr seht dort entsprechend nicht die Bundesländergrenzen, sondern an diesen Grenzen eben, welche Zahl dort gilt, wenn ihr Postkarten häufiger verschickt. Wenn ihr im Studium vielleicht irgendwo gewohnt habt, jetzt irgendwo wohnt, umgezogen seid, dann könnt ihr euch da vielleicht einige Zahlen erschließen. Ja, ist immer nur eine Zahl. Die erste ist gesucht. Und das ist noch gar nicht so lange, ne? Ist im Endeffekt, Postleitzahlen gibt es seit 1941.
Und erst seit dem 1.7.1993 sind die überhaupt fünfstellig. War eine Riesenaktion. Genau, ich kann mich noch an die Werbung erinnern. Kannst du? Genau, ja. Das war irgendwie, weil es so gemalt war, ich mit dieser Hand ja. von der Post, war das so einprägsam als kleiner Bub, dass ich es immer noch irgendwie so im Hinterkopf habe, dass es neue Postleitzahlen gab. Ist so. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Die Kids von Game 2, die damit aufgewachsen sind und das gar nicht anders kennen. Bin gespannt, ob das ein Team hier richtig lösen wird. Ja, Florentin. Ja. Keine Ahnung. Du meinst natürlich die Comicfigur Rolf, habe ich hier noch als Info, die in genau, meiner Hand das verkündet hat. Das Postmaskottchen, wenn ich richtig liege, war das, ne? Ja. 5 ist 5. Der Wechsel vorher war das vierstellig. Zeit ist abgelaufen. Frage Nummer 16. Müsste bei euch wieder Multiple Choice sein, A, B oder C? Welcher Film mit Leonardo DiCaprio basiert nicht auf dem Leben einer realen Person? Welcher Film mit Leonardo DiCaprio basiert nicht auf dem Leben einer realen Person? Wichtig, es geht um seine Rolle. Also, im Prinzip, die Rolle, die er spielt, basiert die auf dem Leben einer realen Person? Ja oder nein? A, Catch Me If You Can. B, Shutter Island. C, The Revenant. Ah, Everyday Reviews hat, glaube ich, DiCaprio studiert. DiCaprio. Sehr selbstsicher. Wow. Diese, muss man einfach sagen, ist ein hervorragender Schauspieler. Hier sehen wir die Cover. Und wir haben nicht geprüft, ob da irgendwo Based on the True Story steht. Aber die Story könnte leicht abgehen. Könnte sein, in dem Moment, wenn die Grafik gelöscht ist, vielleicht stand es dort irgendwo. Wir werden es nicht rausfinden. Aber Catch Me If You Can, The Revenant ist dabei. Shutter Island war A, B, Catch Me If You Can, C, The Revenant. Alles sehr schöne Filme. Shutter Island habe ich sogar in der Sneak Preview gesehen und wir waren sehr, sehr begeistert von den Filmen, ehrlich gesagt. Weil man auch nicht wusste, worauf man sich lässt bei so Sneak-Sachen. Und ja. Dann kommt so ein Knaller, es kommt ja sehr viel Murks manchmal auch. Nacho Libre haben wir in der Sneak gesehen, was dann einfach nur noch in ein sehr ausgiebiges Bier trinken dann gelangt. Sneak Preview ist ein bisschen wie so ein Knackenkissen, man weiß nicht so richtig, was. Es könnte ein richtiger Bringer sein, man könnte sich aber auch wünschen, man hätte seine Zeit anders verbracht. Okay. Aber alles drei Top-Filme auf jeden Fall. Und Zeit ist auch abgelaufen, zeige ich dir, wie es ist. Frage Nummer 17. Ey. Wieder für unsere Sprachwissenschaftler. Aus welchen zwei Buchstaben entstand das Und-Zeichen? Aus welchen zwei Buchstaben entstand das Und-Zeichen? Eine Minute läuft. Ihr kennt das Zeichen alle, aber zusammengesetzt ist es aus zwei Buchstaben. Welche? Das ist die Frage, im Wesentlichen nur paraphrasiert. Eine Minute läuft. Ich bin sehr sympathisch, ich spreche das auch. Ich spreche das Umzeichen. Ist das, sag mal, sprech mal. Nicht Katz und Maus. Hase und Igel. Bei sowas frage ich mich immer, wie sieht sowas aus? Wer hat das entschieden? Wie sitzen sie alle am Tisch mit dem Bierchen in der Hand und sagen, wir brauchen jetzt ein neues Zeichen? Oder? Frage nochmal. Ich kann es dir auch einfach sagen, aus welchen zwei Buchstaben formt sich das Umzeichen? Wir zeigen es nochmal. Welchen zwei Buchstaben entstand das und Zeichen? Ich hoffe, die Form wurde jetzt gut erkannt. Easy peasy heißt es da. Das wollen wir noch mal sehen bei der Auflösung, ob das wirklich so easy peasy ist. Oh, da wird schon ein bisschen gekritzelt. Oh, jetzt kommt deine Aktion gleich, ne? Bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Super. Zeit ist auch abgelaufen. Frage Nummer 18. Und jetzt sind wir in Renés kleiner Hardware-Ecke. Unnötig viel Stöhnen für dich, muss man an der Stelle mal sagen. Es ist Renés kleine Hardware-Ecke. Hallo. Ja. Ja, das will ich auch hören. Ja, super, danke, danke. Okay. Das Stöhnen merke ich mir von den Nächsten, der sich gerne dann mal wieder einen Rechner zusammenstellen lassen möchte. Merke ich mir die Stimmung hier. Das war die letzte Chance auf einen halben Punkt für ganz viele Teams heute. Du hast uns zwei Sachen mitgebracht, die findige PC-Bastler vielleicht kennen, aber vielleicht aber auch nicht. Welche zwei Teile hast du uns mitgebracht? René, darfst du nicht verraten, aber zeig sie uns mal. Ich habe einmal das hier mitgebracht. Also, was könnte das sein? Was ist das? Komplett nackig. Zeig's von allen Seiten. Naja, auf der Rückseite ist einfach. Da werden die Routine, Anschlüsse, ne? Natürlich genauestens geprüft. Was ist das? Anschlüsse
hinten Instruktion. Das ist die eine Sache, die wir heute suchen. Mhm. So, und dieses Modell gibt's im Anschluss natürlich im zu gewinnen. Und also das eine Teil kannst du ja schon mal hinlegen. Ich denke immer noch, dass der Buchtitel für sie ein bisschen zu haben muss. Ja, das ist Frage Nummer 18. Und zeig mal die Anschlüsse, dem werden wir natürlich gerecht hier in der Giga-Hardware-Ecke. Schwierig, ist ein bisschen dunkel, das sehe ich. Ja. Sehe ich ein. Und dann zeigt man uns das zweite Teil. Ist ja nicht das einzige. Das zweite Teil hast du auch noch mitgebracht. Genau. Das ist ein bisschen handlicher. Das ist dieses wunderschöne Stück. Ja. Teil Nummer zwei. Was zum Teufel ist das? Dreh's mal rum. Wunsch von Fabian Käufer. Ah, Aha-Effekt, offensichtlich. Es ist ein Monitor. Es ist ein alter Röhrenfernseher, den wir hier haben. Im Maßstab 1 zu 100. Zwei Teile, zeigt nochmal beide uns, Thomas, die wir da haben, denn ihr müsst beide erkennen können, genau so ist das. Also, beide Teile müssen identifiziert werden. Logischerweise Produkt, Name oder Hersteller ist egal, es geht nur um das Ding. Was ist es? Das ist eine gute Antwort. Cool, dankeschön. Frage Nummer 19. Frage Nummer 19. Zu welchen beiden Produkten gehörten die folgenden Werbeclaims? Innen gut, da fällt es schon wieder ab. Es heißt nicht mehr Rülps. Naja, vielleicht jetzt doch wieder. Ab jetzt schon. Innen gut, außen mit Hut. Kleine Torte statt vieler Worte. Zeit läuft. Zu welchen beiden Produkten gehören die folgenden Werbeclaims? Innen gut, außen mit Hut. Kleine Torte statt vieler Worte. Und wir sehen das Ganze nochmal. Zeit läuft. Zwei Produkte. Frage bitte noch einmal einblenden. Und beim ersten Produkt bin ich ein bisschen gnädiger. Beim zweiten brauche ich es sehr genau. Gehörten sind die ehemaligen Werbeclaims. Ist also nicht mehr aktuell. Haben wir noch ein bisschen. Na, ich kann das jetzt auch nicht gaffern, ne? Na doch, um die Ecken, oder? Aber ist das nicht so ein bisschen? Muss ich das ist ja auch dunkel. Selbst mir das. Muss ich mir mal wieder selbst machen hier. Aber ich kann es nicht abschneiden. Kannst du mir das in kleine Portionchen schneiden? Ja, natürlich, Andreas. Also. Ich hätte es nicht geraten. Das klingt schlau. Aber dann kriegt man es halt nie wieder ab, ne? Ja, siehst du, du weißt es nämlich. Oh, du, ja, das ist doch viel zu groß hier, der Lappen. Ich muss auch da mit dem Mund ran. Sorry. Mikro, jetzt die Tonleute werden mich hassen. So. Okay, das war Frage Nummer 19. So, hoffentlich hier heute zum letzten Mal. Das heißt doch Kneipenquiz, meine Güte. Oh, hey, puh, jetzt kommt die Nummer schon. Da waren wir gar nicht drauf vorbereitet. Egal, Frage Nummer 20. Bist du noch ganz frisch? Fragen wir uns, denn jetzt geht's wirklich ans Allgemeinwissen. Lieber Thomas, zeig uns mal den Kühlschrank hinter dir. Und René, du verteilst, glaube ich, Arbeitsblätter dazu. Genau. Ist das richtig? Das ist die Frage 20. Genau so ist das noch. Und das kann ich hier einmal zeigen. Ist dieser Kühlschrank... Ja, sehr gerne mache ich das natürlich. Noch ist der, sage ich mal, mit so klassischen Studentenprodukten gefüllt. Was darf es denn sein? Nee, du kriegst natürlich einen Jever, mein Bitte Freund. Aber jetzt geht es darum, das deliver ich natürlich. Bitteschön. Jetzt geht es darum, dass wir jahrelang wahrscheinlich unseren Kühlschrank falsch befüllt haben. Denn, liebe Zuschauer, und ihr seht es jetzt wahrscheinlich auch eingeblendet, jetzt frage ich euch, was gehört eigentlich wohin? Laut dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie muss was wo in den Kühlschrank? Ihr seht dort den Kühlschrank, liebe Zuschauer, eingeblendet. Dort könnt ihr die Produkte eintragen. Die Teams haben es bei sich als Arbeitsblatt ausgeteilt. Was muss alles rein? Nämlich Butter, Möhren, Jagdwurst, Quark, Marmelade. Das sind die fünf Produkte. Butter, Möhren, Jagdwurst,
Quark, Marmelade. Was muss wo rein? Für euch, liebe Zuschauer, nochmal. Butter, Möhren, Jagdwurst, Quark, Marmelade. Spannend. Auf diesem Bild ist der Kühlschrank natürlich offen. Ja. Also das war eben gerade, glaube ich, haben sehr. Ich glaube, Gunnar hat sehr komisch auf den Zettel geguckt. Oh, okay. Was soll sonst in die Tür? Der Kühlschrank ist offen auf euren Bildern, das seht ihr, ne? Keine Antwort. Das ja. Heißt ja. Werden Sie wohl, also ich wollte gerade überlegen, ob ich dazu sagen muss, dass rechts die Tür ist, aber das sollte man, glaube ich, hinkriegen. Ich denke mal, ja. Also wer nicht vermutet, dass das Eisfach sehr weit unten ist, der sollte eigentlich hinbekommen. Aber wo packt man die Produkte hin? Ich sag's ganz ehrlich. Einfach rein. Ich hab's falsch gemacht. Ich habe auch nichts im Kühlschrank. Ich habe nichts im Kühlschrank. Bei mir steht eine Dose Thunfisch. Alles muss rein. Also, ja. Ja. Theoretisch, ja. Kannst auch alles oben reinpacken, ja. Da, wo es hingehört. Vielleicht. Kannst du mir noch schnell was abkleben, mein lieber Freund? Oh, ich muss hier unten noch was nachrecherchieren. Wenn das ein Hinweis war, dann ist es gut. Zeit ist abgelaufen. Ach ja, schnell in die Werbung heißt es. Vielleicht frage ich alle Teams nochmal, wie es denn geht. Gut, René macht hier alles ready. Das werden wir natürlich gleich live demonstrieren, wo alles hin muss. Und da wird es Diskussionsstoff geben. Das sage ich jetzt schon mal. Holt eure Familie wieder aus den Betten. Mir egal, wie alt die sind. Denn das ist wichtig, das muss jeder wissen. Wir lösen es gleich auf nach der Werbung und natürlich die anderen Fragen. Und dann sehen wir, wer es hier richtig hatte. Bis gleich beim Kneipenquiz. Hashtag Kneipenquiz. Kneipenquiz. Und damit herzlich willkommen zurück zum Kneipenquiz, Ausgabe Nummer 9. Und hier wird fleißig diskutiert, hier wird gegoogelt in den Werbepausen auf nicht vorhandenen Handys, denn die Leute wollen wissen, was war bei Frage 11, was war bei Frage 15. Und Leute sind gerade wahrscheinlich zu Hause an ihren Kühlschrank gegangen und haben gesagt, was mache ich hier eigentlich mein Leben lang? Keine Panik. We got you. Wir werden das heute ein für alle Mal klären. Dann werdet ihr euren Kühlschrank für immer richtig befüllen. Aber vorher müssen wir noch mal gucken, was war eigentlich ja immer der Mathehefter in der Schule. Aus meiner Sicht gibt's keine zwei Meinungen. Steffen, du hast es auf Twitter in meine Timeline gespült und bist somit schuld, dass diese Frage hier heute aufs Tableau kommt. Ich weiß nicht, ob ich repräsentativ bin, aber ja, es gibt keine zwei Meinungen. Es ist natürlich blau. Ja. Widerspricht da irgendjemand? Keiner. Haben wir einen Konsens? Wir haben offensichtlich einen Konsens, aber wir brauchen natürlich die Verifikation durchs Publikum. Deswegen let the voting end, würde ich sagen. Wir schauen mal darauf, was unser deutschlandweit repräsentatives Publikum sagt. 59,2. Eindeutig. Team Rot, go back to school, würde ich an der Stelle sagen. Ganz klar, alle vier Teams haben das. Haben es wirklich richtig, ja. Das ist ja mal stark. Mittelgroßes Problem, was sich hier auftut, aber das ist für andere Bewerker. Hier ist der Shift. Punkt für alle Teams. Geil. Punkt! Blau! Wir haben einen Punkt! Ganz kurz. So. Also, stark. Unfassbar, durch welche waghalsige Aktion mit einem Fass wurde Annie Edson Taylor 1901 weltberühmt. Wer weiß es? Florentin, du guckst so wissend. Warst du da? Ja, wir konnten uns zum Glück auf das ausgiebige historische Wissen von Herr Dr. Gardet stützen bei dieser Aussage. Und natürlich ist diese Dame für ihre halsbrecherische Tat bekannt geworden, dass Lisa richtig wusste, dass sie einen Wasserfall heruntergereist ist mit ihrem Fass. Stark! Lisa. Stark! Nee, jetzt möchte aber ergänzen. Ja, wir wollen Einspruch erheben, weil die Antwort ist zu 90% richtig, aber ja. Ich kenne ja die Regeln und die sind sehr streng. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt 3-on-3 Basketball, würde das ja auch nicht zählen. Deswegen muss man natürlich auch präzisieren, welche Wasserfälle, es waren die Niagara-Fälle,
Und wenn man das natürlich nicht dazu schreibt, dann wirkt es auch, es wirkt dann auch sehr geraten, ehrlich gesagt. Ja klar, also und geraten, ein Wasserfall ist oder es gibt tausende Wasserfälle auf der Welt und das ist genauso, ganz kurz, so, als wenn du fragst, wahrscheinlich. Ich sag gar nichts. Sir Edmund Hillary und Tenzing Norgay, sind welche, was haben die gemacht? Und dann sage ich ja, die sind einen Berg hochgeklettert. Dann würdest du auch nicht sagen, stimmt. Zudem. Würdest du sagen, ist der fucking Mount Everest, ist das Scheiße? Das, was die uns so Moment mal, also. Anton ist die erste Assoziation. Nein, Bullshit. Die erste Assoziation, ein Fass auf dem Wasser, die Wasserfälle aus dem Hobbit. Ja, das ist einfach 1:1 geklaut. Wir haben das spezifiziert und deswegen die richtige Antwort. Und das ist noch unpräzise, das ist einfach geraten. Ja, Florentin, Verteidigung. Was? Diskutieren wir gerade ernsthaft drüber, dass Wasserfall nicht reicht? Na klar. Was? Wir sind beim kleinen Scheiß ernst. Ja, mal ehrlich, das kann jeder. Als ob wir raten würden, dass es ein Wasserfall ist. Sie kann jeder kleine Kinderwasserfall sein. Sie ist berühmt geworden. Ich bin dafür, dass sie einen Wasserfall im Fass. Ich bin auch schon mal einen Wasserfall runtergefallen beim Kreis. Habe ich schon einen Preis bekommen hier? War ich schon mal Teil eines Quiz-Rätsels hier? Game 2, ihr müsst es richten. Was ist eure Ansage? Sonst muss die Frage lauten, wie lautet der Name des Wasserfalls oder so? Ich bin sehr traurig, weil wir wussten es halt einfach. Und wir haben uns für die menschliche Kanonenkugel entschieden. Wow. Human Cannibal, was? Evil Knievel? Aber wir wussten es. Wir wussten es wirklich. Du musst auch erklären, warum. Ja, warum denn? Also, Markus und Esa, die haben es beide gewusst, haben aber gesagt, es war ein Typ. Und weil wir gesagt haben, okay, das war ein Typ, dann ist es dumm, wenn wir das jetzt hinschreiben. Und dann haben wir uns eben für eine Lösung des anderen Teammitglieds entschieden. Ich bin traurig. Also, ich sag's mal so. Allein Pipi Langstrumpf hat das auch schon gemacht, ne? Ich habe ein Riesenproblem mit dem Leergut hier unten. Also ich sag mal so, man kann natürlich sich auch einen Wasserfall runterrollen, der vielleicht nur 5 Meter ist. Ach, das ist doch... Vielleicht auch nur 10. Wirklich? Aber es waren halt die fucking Niagara. Andreas, wiederhol doch... Mikro! Ja, ich habe das Mikro. Andreas, wiederhol doch bitte nochmal die genaue Fragestellung, die du... Auch das machen wir natürlich. Wir gehen nochmal in die Frage rein, die welche Nummer nochmal war? Das war die 212. Die Nummer 12 habe ich nicht mehr vorliegen, wurde offensichtlich schon wegretuschiert. Da ist sie eingeblendet. Mit welcher waghalsigen Aktion? Mit einem Fass wurde Annie Edson Taylor 1901 berühmt. Okay, aber nichts an der Antwort, die wir gegeben haben, ist nicht die richtige Antwort. Also sorry, egal wie du das interpretierst. Sie ist damit... Leute. Sie ist in ein Fass gestiegen. Das ist ja genauso. Sie ist mit einem Fass in Wasserfall runtergefahren. Das ist die absolut korrekte Antwort auf die Frage in der Formulierung, wie sie da... Aber das hat Pipi Langstrumpf erzählt, dass 1901, das jeder wusste... Langstrumpf. Ey, das sind Details, die nicht gefragt waren. Wo genau am Niagara-Fall, wann und wo, zu welcher Uhrzeit? Habt ihr auch nicht geschrieben? Ja, sie ist aufgestanden und dahin gelaufen mit dem Fass. Das ist doch der Kern der Aktion, ist, dass sie ein Wasserfall runtergefallen ist. Das ist doch Bullshit. Das ist doch lächerlich. Florentin. Also, zwei Teams am Niagara-Fälle geschrieben. Also, Andreas, Schuhe. Also jetzt, Andreas, du lässt dich doch nicht ein. Nein, das lasse ich nicht durchgehen. Haltet den Mann auf! Aber. Das ist ein Wasserfall runtergefallen, Andreas. Ich muss da kurz mal ein. Also, ich werde hier bedrängt und angegangen. Ich werde hier gewürgt. Also, das ist ja noch nie passiert. Also, erstmal gibt's Punkte für die ganz klaren Everyday Heroes und Ultimate Quiz Machine. Und Game 2 hat's nicht, ne? Nee, die haben die Kanone. Ja, das auch. Ich muss mal... Sie ist im Wasserfall, das ist die Antwort. Punkt oder halber Punkt oder Punkt? Punkt, was sagt Game 2? Punkt oder halber Punkt? Halber. Andreas? Halber. Das okay, ein absoluter ganz kurz. Einen halben Punkt würde ich dir noch geben. Aber auch mit sehr viel Augenzwinkern. Ganz kurz. Einen halben Punkt geben. Also. Chat-Voting. Wir wissen, was das heißt. Chat-Voting im Namen des Chats. Wir entscheiden, halber Punkt oder ganzer Punkt für Team Wissen. Es macht Spaß. Chat kann jetzt abstimmen. Was ist denn? Was
ich kann ist noch denn falsch? Kann was jetzt abstimmen? Ist falsch? Nichts ist falsch an uns. Argumente waren sehr valide von dir jetzt dementsprechend. Nein, Sie haben es vielleicht präziser beantwortet, ja. Aber wir haben es auch richtig beantwortet. Das stimmt, aber natürlich ist die waghalsige Aktion... I rest my case. Nicht irgendein Wasserfall. Waghalsige Aktion sind natürlich die Niagara-Fälle, sind schon ein wichtiges Detail in der Beantwortung dieser Frage. Aber wie immer entscheidet... Soll ich mal die Antwort vorlesen, wie Sie es formuliert haben? Ja. Sie haben geschrieben, sie ist im Fass einen Wasserfall heruntergereist. Gereist? Der Welt. Das ist ja ein Unterschied, ob es die größten, mächtigsten, gefährlichsten Wasserfälle sind ja. Oder ob das irgendwie bei Tante Emma Bach hier Chatvoting läuft. Runterrollt. Das ist schon ein Detail. Ja, ich finde es. Also, sorry. Das kann man auch wissen, sagt das plus man ganz sogar wichtig, wissen, wenn man nicht unglaublich dumm ist. Ja. Ganz wichtig, sie ist bestimmt vorher zum Training auch mal andere runtergefahren. Ja. Aber berühmt wurde sie durch die Niagara-Fälle. Wie viele Wasserfälle kennt ihr denn noch mit Namen, außer den Niagara-Fällen? Chatvoting läuft. Bitte schön. Hallo. Punkt oder halber Punkt. Punkt für ja, halber Punkt nein. Also, einen halben Punkt kriegen Sie natürlich safe. Klar. Sie haben es ja richtig. Sehen wir das live? Das Voting? Erdrückende Stille. Es ist ein Skandal, aber in welche Richtung? So. Vox Populi entscheidet. Ein ganz Gerechtigkeit. Das war die wichtigste Wahl an dem Wochenende. Vielen Dank, das war die richtige Entscheidung. Also. Wo war denn das Wort zu Basketball? By the way, wir haben nicht euer Basketball-Ding runtergemacht. Das war schon der Chef da vorne alleine. Ihr habt gegen uns argumentiert. Wir haben noch nicht einmal gegen euch argumentiert. Unglaublich. Und als wäre es noch wichtig, schauen wir jetzt noch mal ein paar Bilder von ihrem Ausflug an, oder? Doch, wir wollen noch ein bisschen was sehen. Ja, guckt euch das mal an. Also, das ist doch schön. Und im ganz rechten Bild sehen wir auch Etienne Gade. Er war live dabei. War, glaube ich, auch, ist ohnmächtig geworden, direkt nach ihrer Reise. Ach ja. Also, ganz klarer Punkt, wir wissen, es macht Spaß, war nie so richtig in Gefahr. Das Volk hat gesprochen. Gut. Ach ja. Geht wählen, kann man an der Stelle nur sagen. Frage Nummer 13. Wer ein Quäntchen Glück hat, hatte ursprünglich in etwa A, 2 Taler, B, 3 Quadratmeter, C, 4 Gramm. Ein Quäntchen, was war das früher für eine Maßeinheit? Florentin, ich vermute dich so, bei alten historischen Maßeinheiten sehe ich dich irgendwie ein bisschen. Du führst mich immer vor, weil du genau weißt, dass so die Fragen sind. Wir haben natürlich, es gibt natürlich eine offensichtliche Antwort, wo ich mir dachte, okay, Quant, irgendwie da steckt Quant, Quater, steckt die 4 irgendwie mit drin. Mm. Und 4 Gramm ist ja natürlich auch wenig. Ob das zu naheliegend ist oder nicht, weiß man nicht genau. Wer hat die 4 Gramm genommen? Ich weiß es genau, je nach Definition des Fundes entsprach das Quäntchen damit 3,8 bis 4,4 Gramm. Also C richtig, wer hat das richtig? Wissen ist, macht Spaß, hat's richtig. Dann hat's Game 2 schlau für diese Welt richtig und Ultimate Quiz Machine hat's richtig. Effie der Heroes hat's falsch. Ja, aber richtig. Komm, hier kommen die Linkshänder-Probleme langsam. Ich verwisch das gleich. Nein. Gut, Frage Nummer 14. Viel zu sagen. Welche Promis stecken hinter folgenden Biografien? Ungeschminkt mein schrilles Doppelleben. Und vom Junkie zum YouTuber Everyday Heroes. Habt ihr das gelesen? Das gehört doch eigentlich zur Standardlektüre für euch. Anton. Selbstverständlich beschäftige ich mich intensiv mit den Veröffentlichungen meiner Partner und Partnerinnen auf YouTube. Ja, jetzt hau raus. Wer war's? Ja, also wir haben beim zweiten, das war ja der Junkie zum YouTuber, Montana Black nominiert, ja. Der diese Geschichte des Öfteren erzählt hat. Und beim ersten war ein bisschen Uneinigkeit. Dagi B, war es Babys Beauty Palace da oder war es Katja Krasavitsch? Und für die haben wir uns auch entschieden. Oh. Katja Krasavitsch falsch. Wer hat noch eine andere Antwort zu Mein schrilles Doppelleben, Gunnar? Natürlich, ich kenne mich natürlich auch mit Ghostwriting aus. Ja. Deswegen sind wir natürlich auf Olivia Jones gekommen, weil wer bei Katja Krasavitsch ist, macht es ja gar keinen Sinn, weil sie hat ja gar kein Doppelleben und sie schminkt sich auch selten ab, glaube ich. Und wer natürlich ein krasses Doppelleben hat, ist natürlich Oliver oder auch Olivia. Ja, das ist richtig. Ja. Korrekt. Gut, wer hat's richtig? Nur Ultimate Quiz Machine. Ultimate Quiz Machine hat's als einziges richtig. Sonst haben alle Montana Black geschrieben. Montana habt ihr auch.
haben alle. Und dann waren die Leute sich nicht so. Zwei haben Katja Grasewitz geschrieben, ein Team hat Daniela Katzenberger. Ah, ja, ist ähnliche Kategorie, ja. Kann man, glaube ich, nicht von der Hand weisen. Fairerweise vom Junkie zum YouTuber ein bisschen nachträglich konnotiert, als seine zweite Bio rauskam. Dann, glaube ich, vom YouTuber zum Millionär. Da hat man der ersten Biografie diesen Untertitel gegeben. Macht aber nichts, wir machen weiter mit Postleitzahlen. Frage Nummer 15. Jetzt bin ich gespannt, wie die Teams da abgeschnitten haben. Wir gucken jetzt einmal auf die Postleitzahlenkarte, auf die Auflösung. Dort sehen wir alle richtigen Zahlen. Und wir gucken ein bisschen live. Wissens macht Spaß, ist, sehe ich da. So, das gucken das wir uns sieht sehr gut aus. Live an, das sieht gut aus, das ist richtig. Falsch. Bei Wissens macht Spaß, das ist richtig. Yes. Stark. 5, 6, 9, 8. Game 2 hat's auch richtig. Game 2 hat's richtig. Alle 100 mal umgezogen. Und Ultimate Quiz Machine hat's leider falsch. Und die Heroes auch falsch? Die Everyday Heroes haben es auch falsch, ja. Ja. Wir haben alles Norddeutsche hier, wir wissen das nicht. Aber du kommst doch viel rum, Gunnar. Ja, aber ich schreibe doch keine Briefe. Du schreibst Podcasten, ja eben. Ich habe einen Brief an Andreas Mutter geschrieben aus dem Urlaub. Ja, gut, zwei Teams haben es richtig. Welcher Film mit Leonardo DiCaprio basiert nicht auf dem Leben einer realen Person, wollten wir wissen. Shutter Island, Catch Me If You Can und The Revenant stand zur Auswahl. Eddie, hast alle drei Filme wahrscheinlich gesehen? Wir haben Shutter Island gesagt, weil ich glaube, dass das stimmt. Oh, shit. Echt? Revenant? Doch, Revenant basiert meiner Meinung nach auf einer wahren Begebenheit. Dieser Kampf mit dem Bär und so, ich habe das damals nämlich nachgeguckt. Das ist wirklich passiert. Ja, richtige ja. Antwort. Shutter Island. Alle einen haben Punkt. Sie auch richtig, ne? Alle richtig? Ja. Schön. Stand auf dem Poster drauf, haben wir schon gehört. Genau so ist das. 16. damit hinter uns und wir machen weiter mit Frage Nummer 17. Aus welchen zwei Buchstaben entstand das Unzeichen? Vorschläge. Nils, als Sprachwissenschaftler, jemand, der sehr oft Sätze mit und. Guck mal, wir haben eigentlich, glaube ich, fast alles richtig. Und jetzt fragst du mich, wo wir das nämlich nicht richtig haben. Ach so. Wir haben S und A haben wir, glaube ich, geschrieben. Aber um ehrlich zu sein, wissen wir es nicht. Wir sind ehrlich, wir wissen es nicht. Lisa, bitte erlöse uns. Wir haben E und T genommen vom lateinischen Et. Man kennt es aus dem Lateinischen, aus dem Französischen Et. Stark. Wir können es einmal auflösen, wir haben es ein bisschen grafisch zusammengepackt. Bitteschön. Oh. Also. Ja. Wer im Französischen und spricht, wer fließend Französisch spricht wie ich, für den ist das natürlich kein Problem. Wer wusste es? Wissen ist, macht Spaß, wusste es. Ja. Und Everyday Heroes wussten es. Sehr gut. Game 2 und Ultimate wussten es leider nicht. Was hat denn Game 2 gedacht? Game 2 hat gedacht Z und D. Z und D? Ja. Wieso denn Z und D? Wieso Z und D, Team Game 2? Achso, das haben wir. Wir haben ein bisschen auf die alte Schreibweise und so geachtet und dieses Z sieht ja schon sehr aus wie ein Unzeichen. Das haben wir uns dabei gedacht. Und dann dachten wir, oh, irgendwie ist es nicht fulfilled und dann nehmen wir halt noch ein D und das war's. Das war's. Letztendlich haben wir alle schon Bachelor- und Masterarbeiten geschrieben und haben es nicht gewusst. Und das ist das Peinlichste an der ganzen Geschichte eigentlich. Ich möchte dazu nichts weiter sagen. Frage Nummer 18. René's Hardware-Quiz, was hattest du uns denn mitgebracht? Zeig's gerne nochmal. Und dann die Frage an unsere IT-Spezialisten. Sie leider keinen. Wer ist denn hier so ein bisschen Hardware-affin? Everyday Heroes, habt ihr irgendwie was vermutet? Ja, also wir glauben, das eine ist ein Mainboard und das andere ein Prozessor. Oh, das ist eine Grafikkarte, die sah aber vorhin noch anders aus. Ja, die sah anders aus. Das, haben ist, die genau, das ist sie mit Kühler, natürlich wollten wir es zu leicht machen. Ja. Unter dem Kühler sieht eine Grafikkarte das ist so eine Grafikkarte. Aus. Mittlerweile ein bisschen anders, das ist ein älteres Modell. Eine GeForce 9800 GTX, der feuchte Traum meiner Jugend. Und irgendwann habe ich sie mit zweimal gekauft. Etienne möchte was dazu sagen?
Ja, deshalb habe ich nach den Anschlüssen gefragt. Ja. Man ja. sieht da ja zwei DVI-Anschlüsse. Was soll das sein außer einer Grafikkarte? Entschuldigung. Und das zweite, hast du das auch auf dem Schirm? Das ist natürlich ein Prozessor, ein CPU. Das ist korrekt, ja. CPU, eine immer CPU, klassisch. Eine Central Processor Unit. Kann man sich gut merken. Ist immer quadratisch, wusste ich vorher auch nicht. Auch wieder was gelernt. Aber unsere Bastler zu Hause werden das gewusst haben. Wer hat's denn hier vor Ort gewusst? Wissen es macht Spaß, wusste es. Jetzt dreht Wissen es macht Spaß auf. Ich habe so das Gefühl, seit das Publikum gesagt hat, die Antwort ist richtig, das Momentum ist auf deren Seite. Wer hat's noch richtig? Keiner. Ja, jetzt geht's aber ab. Jetzt geht's aber ab. Das sind die Punkte. Das sind die wichtigen Punkte. Die scheinbar uninteressanten. Frage Nummer 19. Zu welchen beiden Produkten gehörten die folgenden Werbeclaims? In gut aus mit Hut, kleine Torte statt vieler Worte. Wir sind bei Frage Nummer 19, den Werbeclaims. Ultimate Quiz Machine. Jan, irgendwie... Flo, habt ihr irgendwie ein Produkt davon? Habt ihr was aufgeschrieben? Bei der Nummer. Frage Nummer 19, innen gut, außen mit Hut, kleine Torte statt vieler Worte. Ja, das wissen wir. Hau raus. Kleine Torte statt vieler Worte ist natürlich Yes. Ja. Beim anderen war man nicht ganz sicher, aber ich meine kleiner Feigling. Sierra Tequila. Das war die Diskussion hier. Sierra Tequila. Also, Yes-Törtchen in der Tat. Und sag mal, René, kannst du mir mal hinten den Dings geben mit dem Hut? Ja. Dein Lieblingsgetränk. Sierra Tequila! Ja. Das Ärgerliche, bei Ultimate stand es sogar und sie haben es durchgestrichen. Ihr habt es durchgestrichen. Business macht Spaß, hat es offensichtlich richtig. Alle haben es richtig, außer Game 2 noch. Die haben nämlich Benjamin Blümchentorte genommen. Oh. Benjamin Blümchentorte? Für was innen gut? Die haben es nicht richtig, ne. Okay, Business macht Spaß. Ja, genau. Die beiden haben es nicht richtig. Die haben es doch nicht richtig. Nee, sie haben Sierra Tequila hingeschrieben, aber durchgestrichen. Und dann kleiner Feigling hingeschrieben. Game 2 hat es falsch. Es ist falsch, korrekt, ja. Es sagt doch keiner, dass es richtig ist. Und die Heroes haben es richtig, ne? Ja. Die anderen beiden Teams haben richtig. Entschuldigung für diesen Verplapper. Du. So. Tja. Ja, Leute, jetzt machen wir es einfach, ne? Schauen wir mal in unseren Kühlschrank rein, der hoffentlich leer ist. Ich würde mal ein bisschen nach vorne. Dieser Kühlschrank ist leer. So, die Produkte haben wir schon mal hier. Nein. Alles in der Tür. Nein, da sind die Produkte. Haben wir alle Produkte da? Wir haben hier ein Quark, wir haben hier die Marmelade, wir haben hier Butter, wir haben hier eine gute alte Jagdwurst und Gott sei Dank sind die nicht alle weggesnackt worden, die habe ich leichtfertig verteilt. Das müssen wir gleich mal korrigieren, Moment, das ist kein Glas Kirsch, das ist Marmelade oder nicht? Das ist ein großer Unterschied, lieber. Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Ist das ein Marmelade oder ist das ein Glas Kirschen? Habe ich wirklich ein Glas Kirschen gedacht? Krass. Das war vor zwei Wochen im Brainstorming, habe ich so wirklich gesagt. Egal, es ist Marmelade. Ja, richtige. Hä? Auf dem Zettel stand was anderes drauf? Auf dem Zettel steht Glas Kirschen. Glas Kirschenstiche. Das ist was vollkommen anderes als Marmelade. Aufs Ohr habe ich gerade Scheiße bekommen. Dementsprechend haben die einen Punkt. Frau Streicher. Ja. Vorher gucken wir erstmal, wo die anderen Produkte hinkommen und erkaufen uns damit billig Zeit. Machen wir uns gar nichts vor. Wer hat es denn sehr kurios gemacht? Bist du bei der Butter? Ich würde sagen, Eddie, komm du noch mal nach vorne und ordne mal so ein bisschen ein. Was würdest du denn wo? Also, du kannst ja auch. Haben wir sein Team? Ja. Schau mal. Ja, also die du hast natürlich. Achso, warte mal, du hast natürlich kein Mikro. In die Tür! Geht das mit? Nee. Nee, geht nicht mit, sonst sprich mal an meins. Die Butter da oben, das Glas Kirsch machen wir zum Schluss. Die Möhren kommen unten ins Fach. Ganz nach unten. Die Jagdwurst kommt da knapp darüber.
der Quark kommt hier hin und das Glas Kirschen. Aber der Türsteher hat viel weniger. Da? Eben. Ist das? Ganz genau. Das was, ich verstehe nicht, welches Fach ist das? Das untere bei der Tür, ja. Dankeschön, Etienne. Aber Andreas? Ja, ich. Ist einfach weniger. Stimmt, ja. Der hat plus zwei Fächer, sehen wir jetzt auch gerade. Auf der Skizze hatte er, glaube ich, drei. Ja. Ja. Eben, genau richtig. Und da ist das schon interessant, wo die Jagdwurst hinkommt jetzt. Also, wie wäre es denn eigentlich gewesen? Denn der wichtigste Takeaway aus meiner Sicht ist, dass wir zum einen, und das hat Eddie hier auch richtig gemacht, die Butter wirklich in die Tür legen. Wir haben die Möhren richtig hier im Gemüsefach. Bei der Wurst ist es so, dass die relativ weit nach unten soll. Die Jagdwurst, ist das schon die richtige Auflösung, die wir sehen? Ja, genau. Die Jagdwurst relativ weit nach unten. Der Quark eigentlich in die Mittelfächer und das Glas Marmelade, gebe ich euch, war noch auf dem Papier, war das noch in Glas Kirschen. Wäre auch hier oben gewesen, bei drei Fächern wäre es oben. Und Quark in der Mitte, mal kurz zum Nachtrag. Warum ist das so? Oben eigentlich 7 bis 10 Grad, da so zubereitete Speisen, Kuchen, Soßen, Marmelade. 6 bis 7 Grad ist die mittlere Ebene, Milchprodukte, Quark, Joghurt, Sahne, Milch, Eier. Die untere Ebene, auf der untersten Ebene, 4 bis 5 Grad, schnell verderbliche Lebensmittel, Fisch, Fleisch, Wurst. Wir haben es richtig gesehen im Gemüsefach, da sehen wir es nochmal eingeblendet. Salat, Obst und Gemüse und ganz interessant, Türfächer, Buttermargarine, Dressings, Senf, angebrochene Konserven, angebrochene Tränke, Getränke und so weiter. Und super, super wichtig und das müsst ihr heute als Lerneffekt mitnehmen. Für die Milch ist die Temperatur in der Kühlschranktür zu hoch. Die Milch bitte nicht mehr in die Tür stellen, sondern gehört eigentlich in die Mitte. Wenn ihr es richtig gut machen wollt, einfach komplett in die Mitte ausschütten. Ja? Sonst verdirbt sie euch in der Tür. Aber ich würde sagen, jetzt haben wir natürlich das Problem, dass da von einem Glas Kirschen die Rede war. Und wir hier nur einen, na gut, das ist aber erstmal egal, dass wir hier nicht den richtigen Prototypen als Kühlschrank dabei hatten. Wie haben es denn die Teams gemacht, René? Dann schauen wir mal, was das Schiedsgericht dann entscheidet. Also wenn wir das Glas Kirschen kicken, ja, dann hätte es ein Team auf jeden Fall richtig. Das würde das Team auf jeden Fall nehmen. Wissen, es macht Spaß. Das ist Wissen, es macht Spaß. Was kommt diesen alle Fächer richtig hat, außer natürlich, ja. Das eine. Stark. Geht zu Hause an euren Kühlschrank, checkt es nach und holt die Milch da raus. Die Milch muss raus. Am besten exen, weg damit. Oder gar keine Milch mehr kaufen, weil es ist zu schwierig. Wo soll die hin? Dann ist sie offen. Vor allem früher gab es doch nur diese Laschen. Wie sollte man die in die Mitte packen? Ich habe das Bild auch noch mal auf dem Rechner. Eier. Den Kühlschrank. Achso, ja, die schauen wir uns gleich. Erstmal machen wir die Punktevergaben. Ja. Das heißt, Abzug nach Abzug der Kirschen nach Adam Riese bleibt übrig. Wissen, es macht Spaß, hat's richtig. Korrekt. Wissen, es macht Spaß, hat's richtig. Stark. Stark. Was ist das denn für ein Durchmarsch? Ich habe noch eine Radnotiz. Alert, Alert. Die Eier, die Eier. Die brechen auf. Die Eier, dann müssen wir ganz kurz stop what we're doing und wir schauen auf die Webcam zu den Eiern. Was geht da vor sich? Wir haben Johannas Ei, was so langsam oben aufbricht, aber das Köpfchen guckt noch nicht raus. Und bei mir wird ganz leicht oben das Köpfchen versucht, hier durchzubrechen. Warte, also hier sieht man's. Da. Und bei mir passiert gar nichts? Andreas Ei ist immer noch dicht. Hä? Okay, das ist eine Sache, die ich beim Urologen gerne hören würde. Aber jetzt mal ganz im Ernst, wie kann das sein, dass wir random drei Eier droppen, vier Teams abstimmen, keines der Teams mir zutraut, dass ein random mir zugelostes Ei ausbrechen würde, dass ich nur gedroppt habe in eine Schale und es tatsächlich so passiert, dass alle anderen Eier sich regen. Was ist los? Soll ich dir sagen, warum wir auf Johanna getippt haben? Ja. Willst du wissen? Achso, ich bin da hingegangen und da war schon ein ganz leichter Riss zu sehen bei Johannas Ei. Schatz. Doch. Oh, hier ist aber wirklich schon was. Doch, klar. Ja, aber das kommt noch nicht raus. Na. Es versteckt sich noch in der Schale. Da war ein kleiner Riss. Stark. Doch, stark. Doch. Gut. Bitter. Was machen denn die anderen Teams bei der letzten Frage? Hat keiner sonst richtig, keiner, ne? Auch mit Abzug der Kirschen. Korrekt. War das ein bisschen zu schwer. Aber Leute, denkt an die Milch zu Hause. Und damit sehen wir hier 1, 2, 3, 4, 5 Punkte sind 7,5 Punkte.
Game 2 holt nochmal 1, 2, 3, 4 Punkte, ist damit bei 7,5 Punkten. Dann sind wir Ultimate Quiz Machine mit 1, 2, 3, 4, 5 Punkten, ist insgesamt bei 5,5 Punkten. Stark. Aber Wissen ist macht Spaß, dominiert hier mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Punkten. 10,5 Punkte! Stimmt, hast du aber nicht berechnet. 10 Punkte für Wissen, es macht Spaß. 5 Punkte für Ultimate Quiz Machine, 5,5. 7,5 jeweils für Everyday Heroes und Game to Schlau für diese Welt. Ich würde sagen, wir atmen einmal ganz kurz durch, gucken, ob die Köpfchen kommen und packen jetzt wieder das Bier in den Kühlschrank. Macht's. Bis gleich. Irgend so ein Dödel hat doch tatsächlich sein Bier verkippt. Herzlich willkommen zurück beim Kneipenquiz. Das René, meine Damen und Herren. Die Bar ist offen und das sieht man auch. Während hier noch die Teammitglieder eintrudeln, schauen wir ganz kurz auf den Punktestand. Hier hat sich einiges getan seit dem letzten Block. Wir erinnern uns, 2 Punkte, 3 Punkte, 1,5 Punkte, 1,5 Punkte war ein schwieriger Block. Und jetzt kommen wir hier zurück mit Wissen, es macht Spaß. Die führen mit 10,5 Punkten. Das hat sich natürlich auch bei mir bemerkbar gemacht. Ich wurde gelobt für die Leistung und was für tolle Fragen das doch waren. Davon lasse ich mich nicht beeindrucken. Denn punktgleich mit 7,5 Punkten hier noch die Everyday Heroes und Game to Schlau für diese Welt. 5,5 allerdings für die Ultimate Quiz Machine. Und da müssen wir doch mal nachfragen. Flo, Ultimate Quiz Machine, woran liegt's, dass ihr da gerade so weit hinten seid? Wir hatten vorhin mal die Phase, da hast du was Richtiges gesagt, aber wurdest überstimmt. Ist das so ein Muster, was sich da abzeichnet? Naja, wir sehen jetzt immer öfter, dass wir eigentlich richtig lagen, uns dann doch umentscheiden und dann natürlich ein bisschen falsch liegen. Aber das holen wir jetzt auf, natürlich. Weil das ja von außen Zwietracht gesät werden soll. Ne? Das geht ja gar nicht. Es kommt nicht mehr nur von da drüben, vom Schiedsrichter höchstpersönlich auch. Bis eben war ich auf deiner Seite, aber Gunnar, wie schätzt du es ein? Geht da noch was? Also ich meine, der Punkteabstand 5 Punkte zum Team Wissen, es macht Spaß, das ist schon ein Holz. Ja, aber klar, Andreas. Ja, gut, okay. Dann kennst du uns doch. Ja. Ja, wir deswegen frage ich. Für Wunder gemacht. Mhm. Eddie. Was war da los mit eurem Team? Das war ja fast ein Durchmarsch. Ja, es ist einfach wirklich, genau wie du es sagst, Team. Ne? Bei uns ist wirklich Teamplay. Es ist also ein gutes Beispiel war die Postleitzahlengeschichte. Da hat jeder ein bisschen was zu beigetragen. Mhm. Wir sind multikulturell, wir kommen aus allen Bereichen Deutschlands und konnten unsere verschiedenen Lebensweisen und Erfahrungen hier einfließen lassen. Kannst du mir das noch einmal abklicken? Tolles Team. Tolles Team, das war wirklich eine super starke zweite Runde. Wie habt ihr es wahrgenommen? Game 2, ja, 4 Punkte ist jetzt nicht schlecht, aber reicht wahrscheinlich nicht, um ganz vorne mitzuspielen, oder Markus? Ah ja, also wir haben leider viel gewusst, aber uns dann immer dagegen entschieden, gegen die richtige Antwort. Und gegen das ist die Wahrheit. Unsere Taktik für die letzte Runde. Wir hören jetzt einfach auf die erste Antwort, die kommt, unsere Herzen, und dann wird das. Okay, mal schauen, ob das reicht. Everyday Heroes. Die ja alle debütieren. Einige von euch waren schon mal beim Kneipenquiz, aber nicht in der Kombination. 7,5 Punkte ist ein ordentliches Ergebnis. Geht da noch ein bisschen mehr, Steffen? Da geht auf jeden Fall noch mehr. Die heiße Phase beginnt ja jetzt erst. Ne? Also Stimmt. Jetzt legen wir nochmal richtig drauf. Und was ich aber jetzt schon mal sagen kann, wir sind für Koalitionen offen, aller Art. Also auch wenn es hier zwischendurch mal ein bisschen Dissens gibt zwischen den einzelnen Gruppen. Ne? Ja. Wir sind offen, also einfach nachher zu uns kommen mit einem Bier und dann reden wir darüber, wer gewonnen hat und wer nicht. Das ist eigentlich also, das werden Beste, wir sehen. Was wir heute Abend machen können. Eine Ampel ist heute leider nicht möglich. Sehe ich gerade kein grünes. Die Grünen sind heute nicht dabei, aber mal schauen, was sich da heute an diesem Wahlabend in getarnt als Kneipenquiz noch ergeben wird. Da sehen wir Moritz, das habe ich noch nie gesehen. rbtv.io/support, wenn ihr Bock habt, uns ein bisschen zu unterstützen, dann könnt ihr das gerne tun. Dadurch entstehen so geile Produktionen wie das Kneipenquiz. Dann würde ich sagen, 10 Punkte sind noch zu holen und zwar in Runde 3. So, 10 Punkte noch für alle Teams. Ich habe immer noch die uns servierte hier. Die hätte ich eben eigentlich gebrauchen können, ne? Haben wir vergessen. Stimmt, ja. Gut, okay.
Wir fangen an mit den allerletzten 10 Fragen. Hashtag Kneipenquiz, wenn ihr interagieren wollt. Wie sieht's bei euch zu Hause aus? Haut mal raus, haut mal einen Tweet raus. Habt ihr bisher alles gewusst? Habt ihr euren Kühlschrank komplett auf den Kopf gestellt? Ich will's wissen. Ich lese mir alles durch. Frage Nummer 21 lautet: In welcher Jahreszeit trennen sich die meisten Paare? Harter Moodswing, aber so ist es. Zu welcher Jahreszeit trennen sich die meisten Paare? Laut einer Umfrage, wir haben da natürlich eine Quelle rausgesucht. In welcher Jahreszeit trennen sich die meisten Paare? Kleiner Tipp von mir, Karneval zählt nicht. Die gute alte 5. Jahreszeit ist raus, auch wenn dort vielleicht die Fremdgehrate sehr hoch ist. Aber es führt nicht zu einer Trennung. Da sagt man, es hätte noch einmal gut gegangen. Und bleibt zusammen, alle Zeit. Verbrennt den Nummel, bis in alle Zeit. Und dann geht das. Aus welcher? Du bist ein Hamburger, ne? Ich bin Hamburger, ich kenne. Also wir haben Fasching in der Schule immer gehabt. Ja. Aber es war eigentlich eher so ein... Wir haben uns dagegen gewehrt und sind dann halt normal gekommen. Also wir kennen es nicht, aber man hat es, glaube ich, für die Leute gemacht, die vielleicht zugezogen sind. So. Wir hatten nur Faschos in der Klasse, gar keinen Fasching weiter. Aber jetzt beginnt natürlich die dunkle Jahreszeit. Was ist aber die richtige Antwort? Frühling, ja, alles, aller Anfang ist neu, Frühlingsgefühle, Sommerromanzen, Sommerflirts, ne? Da kann man schon mal im Urlaub irgendwie im Türkei-Urlaub im Drei-Sterne-Hotel durchdrehen. Oder vielleicht im Winter wegen Abriss-Ski oder so? Vielleicht im Winter, da dann noch mal Dezember, die eine andere Dame dunkle Jahreszeit, wie dunkel darf es werden? Ja. Und Herbst natürlich, stürmische Zeiten, mal wieder eine Affäre haben. Ja, mummelig drin rumliegen auf dem Sofa, ne? Da, wer kommt mit unter die Decke mit Händen? Zeit ist durch, okay. Regie, dankeschön. Frage Nummer 22, war noch mitten in meinem Stand-Up-Bit, gar kein Problem. Frage Nummer 22, was verbirgt sich hinter dem 10%-Mythos? Was verbirgt sich hinter dem 10%-Mythos? Frage 22, ist eine Urban Legend, hat aber eine große Runde gemacht. Was verbirgt sich hinter dem 10%-Mythos? Nils greift sofort zu Zettel und Stift. Das ist unser Mann, sagt Gunnar. Hätte er nur ein Mikrofon. Kommen noch Varian und Schaffragen? Ja. Frage Nummer 22. Was verbirgt sich hinter dem 10%-Mythos? Oh, yeah. Wird seit mehr als 100 Jahren vielfach kolportiert und fälschlicherweise... Es wird sehr leise auf einmal hier, ja, in der Kneipe. 10%-Mythos, da gehen die Leute nochmal in sich, da überlegen sie, was ist das? Ist das vielleicht, wie viel die Grünen holen? Was ist der 10%-Mythos? Wenn ein Kneipenquiz fair wäre. Hör auf! Okay, Zeit ist abgelaufen. Ei, oh, ah, Da müsstest du, glaube ich, einmal was austeilen, oder? Zumindest Gefäße. Ja. Die du hast für unsere Frage Nummer 23. Und jetzt wird es wirklich spannend. Der liebe René teilt euch etwas aus. Nämlich, das ist eine Schüssel und das ist die richtige Antwort von Nils. Und damit, nein, diese Schüssel gilt es zu füllen. Ja. Fast. Also, die Aufgabenstellung. Ich warte noch die Gag-Antworten ab. Was, Florenti? Also, du kannst schon reinspucken. Die gilt es mit 2 Kilogramm zu füllen. Herr Fabian. Ihr könnt dort alle Sachen, die bei euch auf dem Tisch liegen, die vielleicht an euch liegen, aber Nils, bitte am Tisch oder am Körper? Am Tisch oder am Körper sind. Also Sachen, Sachen, die ihr in der Hose habt. Ich hab hier auch nur. Na gut, vielleicht nicht alle Sachen, die ihr in der Hose habt. Kein offenes Bier, das wäre ganz nett. Ja. Bier nicht, wie? Naja, es kippt halt wahrscheinlich aus, ne? Ja, aber dann ist es halt so. Wie, ich kipp das da rein? Kannst du auch, wenn du... Naja, doch, kann er natürlich machen, wenn er sagt, es reicht. Also, 2 Kilo geht es zu füllen. Frage, die Zeit läuft. Greift einmal um euch und guckt, wie ihr 2 Kilo am besten füllt. Und du ziehst sie jetzt schon an. Ja, die sind aber viel zu klein. Da passt nur mein Daumen rein. Du musst natürlich die gleich einsammeln. Und ich bin gespannt. Also niemand greift zu den Sachen. Wir dachten natürlich, dass die Leute sich die Schuhe ausziehen, die Sachen vom Leib reißen. Hey! 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 Hey!
Ja, nur die Sachen an eurem Tisch oder an eurem Körper. Beide. Schütt das weg. Naja. Aber ist ja egal. Egal, mach beides. Vielleicht solltest du noch mal sagen, dass auch die Sachen an den Leuten. Habe ich, die Leute wollen es nicht hören. Aber anscheinend hat es keiner gehört. Also, es können alle Sachen sein. Es können Sachen an eurem Körper sein, Kleidungsstücke, was auch immer ihr reinpacken wollt. Alles, was auf eurem Tisch steht, an euch ist. Bis auf die Handkeule, wenn ich die gerade sehe. Aber auch die würden wir im Zweifel messen, meine Güte. Ja, die würde aber auf dem Weg hierher dann wieder rausfallen. Stimmt. 2 Kilo geht es zu füllen. Auch für euch zu Hause, holt euch eine Schüssel, eine Waage. Wir ziehen natürlich. Das ist allerdings legitim, was wir da sehen. Das darf so gemacht werden. Ich würde mal jetzt so langsam. Wollen wir sie noch? Ein bisschen. Ja, jetzt klinge mal. So, und jetzt musst du die Scheiße natürlich einsammeln. Die kippen, nee, umkippen dürfen sie. So, René. Ja, man darf alles nehmen. An euren was ihr an euch habt, ist völlig legitim. Na, endlich macht's mal jemand. Endlich. So, das wollen wir doch sehen. Genau, so, das war doch das Spiel eigentlich mal. So, René, hol dir die Sachen. Scheiß doch drauf. René hat natürlich Handschuhe an, damit er in diese ekligen Sachen nicht unnötig greifen muss. Ja, sehr gut sogar. Sie passen perfekt. Hol dir die Schüsseln. So. Ich würde gerne... 5 Sekunden noch. René sammelt okay. Ein akribisch. Nein, ich passe auf. Krass, dass sie das mit Flüssigkeiten machen. Also manchmal... Endlich hast du mal Schuhe genommen. Das dachten wir, machen alle. Es ist fertig, alle haben schon abgegeben. Hast du dir gemerkt, wer, was von wem ist? Er steht unten dran. Stark. Zeit ist vorbei. Game 2. Ich muss es jetzt mitnehmen. Nee. Unglaublich. Es sieht ein bisschen so aus, da wurde nichts mehr nachgefüllt. Es wurde. Soll ich reinpingeln nochmal für dich? Es. Sieht ein bisschen aus, als hätten wir plötzlich so einen Doping-Test irgendwo gemacht in den Bergen. Ja, irgendwo. Und das ist dabei rausgekommen. Also, Amateurclub, ne? Wir hätten gedacht, alle Teams nehmen irgendwie Schuhe oder Kleidungsstücke, aber stattdessen pingeln wir uns die Dinger voll. Naja, gut. Darf man natürlich machen. Na, die Flaschen hättest du auch mit reinpacken können. Du hättest sie auch. Das stimmt. Gut. Ah, Frage Nummer 23 ist damit abgehakt. Wir werden es im Anschluss dann wiegen und schauen, wie nah ihr an 2 Kilo wart. Frage Nummer 24. Welchen Fußballverein gibt es nicht? Chicken Inn FC, Flat Earth FC, SV Klöten, FK Haugesund. Welchen Fußballverein gibt es nicht? Nur einen gibt es nicht. Chicken Inn FC, Flat Earth FC, SV Klöten, FK Haugesund. Schreibt bitte den Verein auf, den es nicht gibt. Ganz wichtig, wir reden hier nicht von Wald- und Wiesenvereinen und Spaßvereinen. Das sind alles legit Vereine. Chicken Inn FC, Flat Earth FC, SV Klöten, FK, Haugesund. Also, einen haben wir uns ausgedacht. Die anderen gibt es tatsächlich. Keiner von denen spielt in der Super League. Das kann man, glaube ich, spoilern. Vielleicht noch nicht. Ich habe jetzt hier nächste Frage wird richtig interessant. Du bist bei dir Platzmangel. Du siehst aber aus, als würdest du 5 Liter Urin organisieren. Du kriegst hin. Okay. Wow. So. Jetzt dreh dich auch nichts um dahinter.
Also, Frage ist beendet. Und ich würde mal sagen, können wir mal ganz kurz auf die Eier gehen? Hat sich da schon was getan? Was machen denn unsere lieben Kleinen? Ja, oh. Wir haben Johannas Ei, was sich noch nicht so wirklich weiterentwickelt hat. Und mein Ei sich schon drumherum eine Bruchstelle gebildet hat. Was man hier so leicht sieht. Was soll denn passieren noch mehr? Was fehlt denn als Wenn das Wenn Köpfchen das guckt, gibt es einen Punkt, ja, die alte Bauernregel. Nein, es gibt nicht. Ja, Entschuldigung, ich frage mich, was ist zum Teufel mit meinem scheiß Ei los? Ja, das ist es, wehrt sich so. Ist es nicht befruchtet? Aber es kriegt ganz leichte Cracks an der Oberseite. Vielleicht kommt es ja noch. Frage Nummer 25. Geheimsprache. Achtung, Geheimsprache. Jetzt müsst ihr ein bisschen um die Ecke denken. Wo treffen sich die Kinder nach der Schule? Knacke den Code und schreibe die Antwort auf. Zeit läuft. Hä? Geheimsprache. Wo treffen sich die Kinder nach der Schule? Knacke den Code und schreibe die Antwort auf. Wir bleiben bitte komplett drauf. Da versteckt sich ein Code. Wir haben viel zu lange gebraucht, um diesen Satz zu formen. Knacke den Code. Haben Sie es auch vor sich? Haben Sie das ausgeteilt vor sich? Haben Sie es ausgeteilt? Die gucken drauf. Geh mal luschern. Es ist sehr, sehr schwer. Wer hat als Kind Geheimsprache benutzt? Es ist ein alter Kindercode. Ja, wird nochmal eine Geheimsprache. Ja? Es gab so einen auf dem Rechner, so ein Kinderword. Kinderword? Und da konnte man Symbole in Buchstaben umwandeln als Tiere. Ah. Und wir haben das ABC runtergeschrieben und Tiere und haben dann mit den Tieren so leicht in der Grundschule dann uns dann kommuniziert. Es war komplett Bullshit. Ich glaube, keiner hat es gemacht. Aber wir dachten, wir wären coole Detektive. Süß. Aber das waren wir doch alle als Kinder. Also, ich frage nochmal, wo treffen sich die Kinder nach der Schule? Knacke den Code und schreibe die Antwort auf. Also, wenn ihr den Code geknackt habt, dann könnt ihr mir auch sagen, wo sich die Kinder treffen. Sonst, wenn ihr den Code nicht, wenn ihr den Satz nicht notiert habt, notiert ihn euch fix, damit ihr vielleicht jemand abstellt, der sich da nochmal ein bisschen mit auseinandersetzt gleich. Ansonsten nicht schlimm. Dann würdet ihr nie erfahren, wo sich die kleinen Racker treffen. Habt ihr den Satz alle notiert? Süß. Und nie so still. Nee, ja. Gut, Frage Nummer 26. Florentin steht nochmal auf. Ich weiß nicht, warum man so spät dann nochmal sich das genau anguckt. Aber wenn ihr euch den Satz notiert habt, Eddie jetzt natürlich ohne Schuhe. Das sehen wir hier, weil er seine Schuhe hier, gesagt hat, die wiegen 2 Kilo. Dementsprechend sitzt er hier barfuß. Und so will man das natürlich auch sehen. Ja, das macht es gleich ein bisschen gemütlicher. Frage Nummer 26 lautet, wo finden wir die Langerhansinseln? A. In Animal Crossing. B. Im menschlichen Körper. C. Im Straßenverkehr. Da ist die eure Gaming-Frage. Wo finden wir die Langerhansinseln? A. In Animal Crossing. B. Im menschlichen Körper. C. Im Straßenverkehr. Langerhansinseln. Zeit lübt. A. B. C. Macht euer Kreuz an diesem Wochenende. Und hier auch. A. B. C. Hey. Okay. Das ist ja da, wo die Krebse mal rauskommen im Sommer, ne? So. Kenn ich. Animal Crossing mal gespielt? Ich nie. Nee, ist mir viel zu viel. Also ich glaube, wenn man es einmal anfängt, ist man dann in den Tunnel. Süchtig, ne? Genau. Ist so ein bisschen Angst, das ist so ein bisschen wie Heroin. Man will es einfach nicht ausprobieren, weil man Angst hat, dass es zu gut ist. Dann macht man sich lächerlich, damit man gar nicht. Also wie mit Heroin. Ja. Dass man nicht drauf hängen bleibt. Keine Ahnung. Ach ja. Nee, ist Körper. Zeit läuft. Also das kenne ich. Was machen die Köpfchen? Ah, es geht voran. Deiner kriegt hier so leichte Cracks. Also hier, guck das Köpfchen, das können wir schon gelten lassen. Wo guckt's denn da raus? Na, guck doch mal, da ich zieh hoch. Da hinten. Ja, also mehr wird nicht. Aber hier ist es ja, okay, da ist noch der Deckel drauf. Ne? Da ist noch der Deckel drauf, ja.
Also ich glaube, Johannes können wir gleich erlösen. Ja, 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 ja. Das sieht doch gut aus bei Johanna. Sagen wir mal, wie es ist. René, soll es mal hochholen, würde ich sagen. Ich würde sagen, das lassen wir schon gehen. Ja, oder? Doch. Von der anderen Seite. René, hol es mal hervor. Ja. Johannes ist... Thomas, komm ruhig mal zu uns. Wir schauen uns mal das ganz genau an. Haben... Ja, 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 Mainz kannst du ruhig noch da liegen lassen. Mainz sieht aber so wir aus. Schauen uns mal aber Johannes an. Johanna war vorher dran. Johannes, das sieht man. Ja, willst du es vielleicht einfach rausholen? Ja. Willst du es erlösen? Ein bisschen Geburtshilfe leisten? Nicht, dass der Raptor bei ist. Na, huch. Oh, da ist das Köpfchen, es guckt. Oh. Ist ein Langhals. Oh. Oder ein Hund, man weiß. Ein Brachiosaurier oder so. Zeig ihn mal. Hol ihn mal raus aus dem Fruchtwasser. Und er ist geschlüpft, meine Damen und Herren. Life finds a way, heißt es in Jurassic Park. Na gut, wird nicht honoriert. Die Leute sind doch am Kinderkopf. Das war die lameste Reaktion ever für eine Live-Geburt im deutschen Fernsehen. Guck mal, gut. Der war bei mir drin hier. Der wäre auch fast geschlüpft. Oh. Einer süßer Fratz. Ja, der ist doch geschlüpft. Die können doch noch nachschlüpfen. Der ist doch jetzt. Die sind beide jetzt geschlüpft. Genau, deiner ist noch, der hat Angst. Ja, da hat ja eh niemand für abgestimmt. Aber wir hoffen natürlich noch, dass der kommt. Du kannst die beiden ja mal an deine Theke setzen. Ja. Gut. Machen wir gleich. Okay, Frage Nummer 27. Ha, wer gerne sich im Bereich Data Mining umschaut auf YouTube, der landet relativ schnell auf einem Kanal namens Data is Beautiful. Shoutout an den süßen Boy. Wir fragen euch nämlich, hier sehen wir den zeitlichen Verlauf, aber den zeitlichen Verlauf von was eigentlich? Bitte schaut euch dieses Video gleich an und sagt mir, was ist der Titel dieses Videos, beziehungsweise welche, ja, was sehen wir hier? Welchen Datenverlauf? Er schließt sich gleich. Bitte einmal Video ab. Was sehen wir hier? Starten im Jahr 1990. Was ist das? Welche Statistik sehen wir hier? Ja, ist so ein Handtuch, oder? Uh-oh. Tja, was für einen zeitlichen Verlauf sehen wir hier? Da sehen wir erster Stelle. Gut. Also, zeitlichen Verlauf von was haben wir hier gerade gesehen? Ich würde sagen, wir machen noch mal weiter mit Frage Nummer 28. Ich möchte von euch wissen, Frage 28. Was haben diese drei Tiere seit 2020 gemeinsam? Chinesischer Flussdelfin, Schwertstör, Pinta Riesenschildkröte. Was haben diese drei Tiere seit 2020 gemeinsam? Zeit läuft. Chinesischer Flussdelfin, Schwertstör, Pinta Riesenschildkröte. Und ich sag mal so. Nee, sag ich nicht. Ja, wer jeden Abend die Dokus zum Einschlafen laufen ja lässt, der könnte es vielleicht. Das ist so ein N24, ich hab den Doku-Channel. Ja. Und nach einer Woche wiederholen sich alle Dokus immer wieder. Das stimmt, aber man guckt sie trotzdem nochmal. Ich habe neulich erst wieder gesehen, wo die Titanic wirklich untergegangen ist. Das und mir war nicht klar, dass sie ja wirklich zerbrochen ist. Das hat man im Film sogar gesehen, glaube ich. Ja, stimmt, aber ich wusste nicht, ob das wieder so ein Based-on-a-True-Story-Ding ist. Nee, die wollten sie sogar hochheben. Haben sie versucht, mit so komisch riesigen Luftballons. Haben sie unten aufgepustet, aber das Ding ist einfach so morsch. Das ist auseinandergebrochen und dann haben sie es gelassen.
Da müssen wir offensichtlich einfach. War sehr spannend, sehr spannend, ja. Leider haben sie es nicht hingekriegt. Wäre sehr interessant gewesen, wenn es halt noch drin gewesen wäre, ne? Ich bimmel mal. Okay. Welche, was haben diese Tiere seit 2020 gemeinsam? Wir werden es rausfinden, spätestens in der Auflösung. Frage Nummer 29. Worauf warten drei Webcams? Drei. In Australien seit 2014 sehnsüchtig. A. Dass ein Teufel wirft. B. Dass ein Turm fällt. C. Dass Pech tropft. A, B oder C. Worauf warten drei Webcams in Australien seit 2014 sehnsüchtig? Zeit läuft. Eine Minute. Zeit. Hier wieder Nils direkt ein Kreuz. Ja, Nils ist heute Pleatsch, aber der Punktestand sagt was anderes. Komplett was anderes, ja. Aber das ist halt so eine Dynamik in so einem Viererteam. Ja. Wir haben das heute ein paar Mal gehört. Es kann sein, dass einer so eine Ahnung hat, das aber nicht so richtig vocalisen kann und dann wird er überstimmt. Genau. Da möchte ich das Team nochmal sehen. Können wir nochmal sehen, die Frage? Gerne sogar. Frage Nummer 29. Worauf warten drei Webcams in Australien seit 2014 sehnsüchtig? A. Dass ein Teufel wirft. B. Dass ein Turm fällt. C. Dass Pech tropft. Spannend. Frage Nummer 29. Das ist das Level gerade. Das ist Champions League. Das sind die letzten Fragen. Da ist alles durchrecherchiert bis zum geht nicht mehr. Ist nicht so wie die anderen Fragenblöcke, wo man so ein bisschen Fragen aus mit einer Sonnenwerf dahin schleudert. Nein. Jetzt ist es wirklich so, dass wir für jede Frage eine halbe Stunde überlegt haben. Es geht ja auch jetzt um alles, ne? Hinten kackt die Ente, sagt Buschi immer. Jetzt geht es auch darum, noch einen Titel zu finden fürs Video hinten raus. Das ist übrigens. Thomas, können wir das nochmal ganz kurz zeigen? Das sind übrigens. Ja, wenn ihr im Titel gelesen habt, Dinos schlüpfen live. Das ist das Ergebnis. Und es ist nicht nur das, sondern die fühlen sich auch noch super eklig an. Es ist wirklich einfach so ein Wabbel-Ding. So ein Schwamm irgendwie. Wie ein Schwamm. So, gut. Damit kommen wir zur allerletzten Frage und du teilst was aus. Ja, willst du diese schon stellen? Ja, ich stelle euch die Frage. Nämlich, unsere Quelle ist der X-Hamster-Jahresrückblick 2019. Oh mein Gott. 2020 ist noch nicht da, die beiden Jungs sind noch am Schauen. 30. Frage. Ordne diesen vier Bundesländern ihre Pornovorlieben zu. Also, die Bundesländer sind Bayern, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Für euch Zuschauer zu Hause, ihr müsst einmal mitschreiben. Die vier Bundesländer. Bayern, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Die Pornovorlieben sind Türkisch, Orgy, German, Latex. Die vier bitte zuordnen. Sag's noch einmal, Bundesländer sind Bayern, Berlin, MacPom, Sachsen-Anhalt. Vorlieben sind Türkisch, Orgy oder Orgy, Latex und German. Ja, ja. Als ich den Zettel ausgeteilt habe, kam auch schon die leichte Frage, was ist das überhaupt? Ja. Pornografie, was ist das? Habe ich mal irgendwo mal gelesen. Also einfach verbinden die Bundesländer mit dem jeweiligen Fetisch oder der Vorliebe. Hier geht es darum, die Statistiken machen deutlich, dass die Porno-Begeisterung der Deutschen stetig wächst. Steht auf dem Kasten. Die Begeisterung wächst, nicht nur die. Kann ich so nicht unterschreiben. Aber würdest du eher das sagen? Ja, das ist so schmutzig. Weißt du, das finde ich ist so ein ganz klassisches. So was so richtig schön. Das ist so, das war damals schon in den 80ern, als die Mauer noch, weißt du? Ja, doch. Schreibt noch unser Team. Und dann würde ich sagen, ne, machen wir das gleich? Nee, machen wir jetzt schon mal. Denn wir können ja schon mal die Dino-Punkte vergeben. Es gibt für jedes Team einen Punkt. Ist das richtig? Das ist nicht richtig. Denn zwei Teams haben für mich gestimmt. Teams wie Johannas Baby haben gestimmt. Everyday Heroes und Game 2. Ach so, welche Frage war das? Wenn das die Frage war. Also, wer hat Johannas Dino? Welche Frage war es denn nochmal? Das war 9. 9? Ja. Da war es, sorry, ich bin drauf verrutscht. Da hat Game 2 nur keinen Punkt bekommen. Wissen ist, Macht hat A gewählt, Ultimate Quiz Machine hat A gewählt und Everyday Heroes hat A gewählt.
Alle bis auf Game 2. Genau, die haben für mein Ei gestimmt. Ich dachte für Johannes. Game 2 hat's für mich. Achso, genau, diesen Punkt addieren wir natürlich gleich noch. Ne, machen wir jetzt sofort, denn dann sind wir hier bei 8,5. Dann sind wir, hier gibt's nichts, hier gibt es einen dazu, da sind wir hier bei 6,5. Und hier, oh, wissen, es macht Spaß, auch nochmal ein, sind wir bei 11,5. Aber hier ist natürlich noch alles drin. Wir checken einmal die Punkte für den letzten Fragenblock und dann geht's hier gleich weiter nach der Werbung beim Kneipenquiz. Bis gleich. Das Kneipenquiz. Und damit herzlich willkommen zurück zum letzten Infotainment-Format in Deutschland beim Kneipenquiz. So ist es nämlich. Huiuiui, was für ein Abend. Wir haben zwei Dinos auf die Welt. Also wirklich nur zwei, ne? Es sind wirklich nur zwei? Deiner ist immer noch drin, ja. Der will nicht raus. Ich habe das Gefühl, die Schale ist noch fester geworden. Ihr tut sich halt wirklich absolut gar nichts. Gut, ist aber auch irrelevant, weil keins der Teams darauf gesetzt hat, dass ich hier heute Vater werde. Na gut, so ist das. Zwei Fragenblöcke liegen hinter uns und wir schauen mal ganz kurz. Hier hat sich noch ein bisschen was getan, denn Game 2 bekommt noch einen Punkt. Die Frage 9 war nämlich nur, welches Ei wird schlüpfen und nicht, welches als erstes schlüpfen wird. Das heißt, hier gibt's auch noch mal einen Punkt. Das ist der unnötigste Aufruhr seit langem. So, 8,5. Das stimmt, aber der Punkt ist trotzdem natürlich, welches Ei wird schlüpfen. Und es ist... Na, leider nicht, offensichtlich. Ich wünschte, es wäre so. Gut, wir kommen zum dritten Block, aber vorher mal die Frage an die Teams. Nils, Gunnar kam eben zu mir, hat gesagt, ihr hattet alles richtig. Ihr brauchtet natürlich auch so einen starken dritten Themenblock. Glaubst du, das war dieser Themenblock? Also wir haben, ich glaube, das war unser bester Themenblock, vermutlich, aber die Sache mit dem Buzzer, da wurden wir natürlich jetzt echt beschissen. Wir waren gerade noch dabei, Sachen einzufüllen. Wir haben einen Goldklumpen, einen 500 Gramm Goldklumpen wollten wir noch reinlegen, das wurde uns verwehrt. Und ansonsten haben wir, glaube ich, ganz gute Antworten. Wir sind sehr zuversichtlich. Ob es am Ende noch reicht, wird sich zeigen, aber so wie hier gearbeitet wird, selbst wenn wir gewinnen, am Ende findest du irgendwas. Gold, dachtet ihr aber, welches chemische Element? Ist das O? G-O-L-D. Gut, wie sieht's bei euch aus, Everyday Heroes? Was war das für euch so eine, für eine Runde? Ei ist geschlüpft. Also das mit diesem komischen Chiffre, da hat es uns auf jeden Fall richtig rausgehauen. Also wir haben, glaube ich, drei Fragen lang nur über diesen komischen, diesen Dinges da rüber gebrütet und haben nichts rausgefunden, dieser Code. Also ja. Den hat uns wirklich komplett rausgebracht und deswegen war es so eine mittelmäßige Runde. Schauen wir mal, ob sich das niederschlägt. Fabian, Lisa, wie war es bei euch der dritte Themenblock? Ich würde sagen, in der Mitte, so zwischen dem ersten und dem dritten. Wir haben uns, wie auch die Kollegen von Everyday Heroes, lange an diesem Code aufgehalten, haben die nächsten drei Fragen dann verschlafen und wieder noch schnell in den letzten 10 Sekunden aufgearbeitet. Aber wahrscheinlich sind wir ein bisschen schlechter als in Runde 2. Man muss jetzt schon sagen, bei dem Code stand der Aufwand in der Fragestellung wahrscheinlich nicht dem eigentlichen Spielerlebnis für die Teams in keinem Verhältnis. Aber ist auch nicht so schlimm für euch, denn ihr habt natürlich einen riesen Vorsprung. So viel sind es gar nicht, sehe ich gerade. 3 Punkte ist also alles noch machbar. Game 2, wie sah es bei euch aus? Ihr habt gerade noch euer Eischlüpfpunkt bekommen. Was können wir erwarten von euch? Ja, ich glaube, so in der zweiten Runde hingen wir ein bisschen durch, würde ich sagen. Und wir haben jetzt versucht, ein bisschen mehr auf unser Herz zu hören, ein bisschen mehr auf unser Bauchgefühl zu hören. Du lachst schon. Weil wir glauben, dass es immer die bessere Entscheidung war. Und das warten wir ab. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass wir wieder besser waren. Okay, da schauen wir mal. Hier gab es noch Irritationen bei der Ultimate Quiz Machine. Habt ihr wirklich noch Kritik an dieser schlüpfrig, welches Ei wird schlüpfen Frage? Dann sag's jetzt nicht, anstatt dass ich das morgen früh dann höre. Wir wollen jetzt auch nicht der Quirulantisch sein. Aber wir finden schon, dass das ganz eindeutig von dir so kommentiert wurde, dass das darum ging, welcher Dino schlüpft als erstes und nicht welcher Dino schlüpft. So, das. Deswegen sind wir ein bisschen empört. Also ich muss ganz ehrlich, ich muss den Kollegen da recht geben, denn es handelt sich hierbei um ein Spielzeug, bei dem du davon ausgehen musst, dass es ja alle schlüpfen. Das, ja. Deshalb kaufst du es ja, beides schlüpfen. Offensichtlich ja nicht, ja. Naja gut, aber die Sendung ist ja auch noch nicht zu Ende. Das heißt, also die Fragestellung, ob es schlüpft, ist ja nicht so spannend. Spannend wird es ja erst, wenn du rausfindest, wer... Die habt ihr ja auch extra so ins Wasser geworfen...
Mit, also das Game 2, Verteidigung eures Punkts. Hallo. Ah, das ist doch also cool. Die Fragestellung ist ganz klar. Ja. Die Frage war, um die welche schlüpfen und nicht welche schlüpft als erstes. Es gab einen Stichtag, es gab einen Stichpunkt und den haben wir gesetzt. Und da ist unser Dings geschlüpft. Ganz klar. Moment. Und ganz ehrlich, wenn die Punkte bekommen haben... Aber Peter hat eine Idee. Und damit ist alles wieder offen. Warum haben wir denn nach jeder Runde auf die Eier geguckt, wenn es gar nicht darum ging, wann sie schlüpfen? Sondern doch, hätten wir auch am Ende drauf gucken können. Ja, haben wir doch. Andreas eigentlich geschlüpft ist zum Beispiel. Und ich könnte auch das Quiz jetzt... Ey, ganz, lest euch die Frage durch. Ob sie am Abend schlüpft. Lest ihr die Frage durch. Und ich könnte das Quiz jetzt ja unangenehm in die Länge ziehen mit dummen Fragen. Ich muss auch sagen, und dann jedes, gar nicht jedes Ei zum Schlüpfen bringen. Ja, offensichtlich schlüpft ja ein Ei nicht, verdammte Axt. Ja, ganz, ey, Gunnar, jetzt fallen dir das nicht an, Mann. Aber davon war ja nicht auszugehen. Stimmt. Das ist ja ein Spielzeug, was gekauft wird, damit sie schlüpft. Ja, aber dass Andreas Ei eigentlich schlüpft, das wäre jetzt ja für keine Überraschung. Ja, aber warum? Egal, wenn wir hier in dieser 3-Stunden-Sendung nicht ausschließlich warten können. Was für ein Ei? Community? Ich würde... Voting! Nein, also will ich nicht. Ich würde sagen, wir machen weiter mit dem dritten Themenblock. In welcher Jahreszeit trennen sich die meisten... Eddie, in welcher Jahreszeit trennen sich die meisten Paare? Was? Wann trennen sich die meisten Paare? Ja, da haben wir wirklich intensiv diskutiert. Also es ist ja folgendermaßen, im Winter hängt man aufeinander. Mhm. Die Frage ist, trennt man sich dann auch schon im Winter? Wir haben gedacht, nein, wahrscheinlich dann erst im Frühling. Allerdings im Sommer, wenn man im Sommerurlaub ist, wenn die Flirts kommen und so weiter. Man kennt es wird ein bisschen hitzig, die Leidenschaft kocht hoch. Könnte auch sein. So haben wir uns kennengelernt. Ja, exakt. Und deshalb haben wir aber trotzdem Frühling genommen. Frühling, interessant. Frühlingsgefüge, Gefühle auch natürlich immer ein interessanter Punkt. Wir haben es ja anderen Teams gesehen. Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Ultimate Quiz Machine. Flo, Jan, wie sieht das bei euch aus als, ich sag mal, Liebeskonnoisseure? Also, ich habe die Erfahrung noch nicht gemacht, aber die Antwort ist natürlich Frühling. Ganz klar. Antwort ist Frühling. Wer würde da widersprechen? Nein, das ist natürlich Quatsch. Den Kopf. Weil der Knackpunkt ist natürlich Weihnachten. Weihnachten fällt man zu den Familien, man lernt die Schwiegermutter hassen und danach brechen die meisten Beziehungen einfach direkt auseinander. Und viele wissen ja gar nicht, der Winter geht ja bis Februar und zum Valentinstag muss man sich dann neu verlieben. Das heißt, man muss vor Valentinstag muss man sich trennen, also im Winter. Oder Karneval, je nachdem aus welcher Richtung von Deutschland man kommt. Ich hoffe, ja. Aber ich habe eine Frage, also so wie die Frage formuliert war, ging es ja eigentlich nur darum, ob man sich überhaupt trennt, oder? Also zählt eigentlich alles, ne? Also alle sind richtig, gute oder? Die Frage ist, wenn sich da schon mal jemand... Das muss man ja nicht weiter präzisieren, ja. Das glaube ich. Also, ich hoffe, ihr habt Steffen gerade zugehört, denn er hat das mehr oder weniger richtig resümiert. Im Winter trennen sich die meisten... Paare, Fun Fact, man kann es sogar beziffern, der 11. Dezember ist ein Stichtag, wenn es darum geht, auf Facebook seinen Status zu ändern. Und der Januar ist so der Monat, in dem sich die meisten Paare trennen. Also insgesamt, der Winter ist die richtige Antwort. Wer hatte das denn richtig? Ich habe den falschen Schritt. Everyday Heroes hat einen Winter geschrieben, der Rest Frühling. Also, Steffen knows best. Die Schwiegermutter-Hypothese können wir nicht bestätigen, da ist die Quellenlage nicht ausreichend genug. Aber der Punkt steht, was verbirgt sich hinter dem 10%-Mythos? Nils, du hast sofort zum Stift gegriffen. Ja, das ist natürlich die Geschichte, dass man sein Gehirn nur zu 10% nutzt. Punkt. Ja, Punkt. Für Ultimate Quiz Machine und wen noch? Game 2. Und Wissen ist macht Spaß. Mhm. Everyday hat was anderes geschrieben. Was denn? Nämlich Trinkgeldsatz. Wenn man das so bezeichnet, es gibt diesen Mythos, man gibt 10% Trinkgeld und das tun ja dann doch leider die wenigsten. Stimmt. Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist das aber sehr wichtig. Und deswegen würde ich sagen, ist das zumindest... Aber leider komplett falsch, Anton, denn das ist wirklich kein Mythos. Trinkgeld sollte man geben. Allerdings nicht zu viel, wie ich neulich in der Bullerei gemerkt habe. Aus Versehen 50 Euro Trinkgeld gegeben. Naja, aber Tim Melzer wird's freuen.
Frage Nummer 23 und jetzt wird's spannend. Jetzt wird's sehr spannend. Kurzer Flex, ja, meine Güte, wir haben kurz gequatscht danach. Frage Nummer 23, nimm's nicht so schwer. 2 Kilo. Hier ganz wichtig für unsere Wagenfetischisten. Wir stellen natürlich sofort Tara ein. Das heißt, das Gewicht der Schüssel wird gleich abgezogen. Nein, das geht ja nicht. Die Schüssel ist ja jetzt schon voll. Aber wir haben ja bestimmt den Nettosatz der Schüssel. Ja, weil eine Schüssel ist da hinten nämlich. Ah ja, dann holen wir noch so eine leere Schüssel. Die holt ich bräuchte einmal die leere Schüssel. Ja, aber wir brauchen das Leergewicht ja, um es abzuziehen. Verstehst du? So, hier haben wir nochmal das Leergewicht der Schüssel. Genau. Aber Andreas, das zählt es auch, wenn man allgemein schon was reingefüllt hat, zählt es auch, wer oder muss das dann, wer am nächsten dran ist? So. Das Gewicht der Schüssel. Das ist korrekt. Es ist ja wohl unglaublich. Diese Schüssel wiegt 135 Gramm. Die Schüssel wiegt 135 Gramm. Okay. Nein, sorry. Stellt's euch mal umgedreht vor. Stellt euch mal umgedreht vor, ich hätte die Schüssel nicht abgezogen. So, welche haben wir? Everyday Heroes haben wir hier. Das sind die Everyday Heroes, schauen wir mal. Steffen oder Peter, was habt ihr da reingefüllt? Sagt es mal kurz. Wir haben da feines Bier aus deutschen Landen eingefüllt, nachdem uns das Wasser verwehrt wurde. Was ihr nachgeholt habt. Ja, was ihr nachgeholt habt, darum ging's. Ja, wir sind absolut perfekt. René, was sehen wir? Es sind 1193 Gramm. 1193. Willst du dir das einmal aufschreiben? Vielen Dank. Danke. Ja, wir haben alles richtig gemacht. Bereue nichts. 1193. Ich will noch kurz anmerken, wir haben unser gesamtes Bier dafür geopfert und jetzt das. Ohne die Schüssel. Ich bin sehr enttäuscht. Ohne die Schüssel ist Tara. 1193 Gramm. Was dann haben wir da? Hier genau. Ultimate. Oh, so früh. Okay. 1193 Gramm geht es zu schlagen. Wir haben hier 1411 Gramm. Oh oh! Ja, wir ihr führt. Momentan führt ihr 1411 Gramm. Das sind die beiden Getränkeschüsseln. Kommen jetzt die gemischten? Ja. Jetzt kommt das waren die reinen Getränkeschüsseln. Oh, jetzt kommen schon die Schuhe von das Eddie. Wissen es macht Spaß. Wissen es macht Spaß. Was bringen die auf die Waage? 1582 Gramm. 1582 Gramm. Stark. Anderthalb Kilo. Nein, warte ab. Das kann nur noch durch ein Team getoppt werden, sonst geht der Punkt an Wissen, es macht Spaß. Wir haben das schon gewogen, deswegen. So, und da schauen wir mal. Wer Team Game Schlau für diese Welt? 2337 Gramm. Ja, weiß ich nicht. Wer ist am nächsten dran? Ja, Game 2. Game 2 ist am nächsten dran. Ja, überhaupt. Ja. Ganz kurz. Okay. Eddie legt das Mikro. Wir sind immer noch nicht bei der Preis ist heiß, auch wenn du aufs Ganze zurückgekommen ist. Am nächsten dran, 330 Gramm, 370 Gramm entfernt. 1,5. Ja, die sind am nächsten dran, ja. Ja, wahrscheinlich. Das ist Gewinnerpaket, aber Eddie kommt und damit ist alles wieder offen. Ach so, holt sich die Schuhe. Punkt für... Einmal Schuhe. Punkt für Game 2. So, alle anderen kriegen nix. Game 2 holt diesen Punkt. Und Eddie kann sich wieder die Schuhe anziehen. Auch das sind doch diese kleinen Geschichten des heutigen Abends. Wir waren bei Frage 23. Frage 24. Welchen Fußballverein gibt es nicht? Unsere Sportpros. Welchen Fußballverein gibt es nicht? Nils. Ja, also das sind so Fragen, ne? Da tust du so, okay, da mache ich mal was für die Leute, die sich für Sport interessieren, und dann kommt so eine bescheuerte Random-Frage. Aber also es gibt Klöten, Dingsbums gibt's, glaube ich, auf jeden Fall. Dann was gab's dann noch? Chicken In. Ja, aber also am Ende war Chicken In und Flat Earth waren die beiden, zwischen denen wir uns entschieden haben. Mhm. Wir haben dann gesagt, wir nehmen Flat Earth. Es kann natürlich auch sein, dass es irgendwo im flachen Land in Cornwall ein fucking Flat Earth Football Club gibt, aber wir wissen es nicht, deswegen war das am Ende natürlich geraten. Frag doch mal eine vernünftige Fußballfrage. Also, gut. Du glaubst nicht an Flat Earth. Wir werden sehen. Also, ich würde sagen, wir lösen mal ein bisschen auf und schauen mal, gibt es, René, gibt es den FK Hau gesund? Den gibt es, den habe ich gerade aufgerufen. Was?
Hier ist die Fanpage. Zeig uns mehr. Haugesund, kann man sich ein bisschen denken. Skandinavischer ja. Name. Wo genau spielen die? Weiß ich gerade nicht. Habe ich gerade nicht parat. Sieht nach irgendwie in Dänisch. Norwegen. Norwegen. NO ist Norwegen, wie die GeoBattle-Fans wissen. Norwegen. Dann frage ich mich, gibt's den Chicken Inn FC? Ja, den habe ich natürlich auch gefunden. Ach. Hier ist der ganze Kader. Mann, ey. Wo spielen die? Afrika. Irgendwo. Achso, hier steht Premier League. ZW, was ist ein ZW? Simbabwe? Ich glaube, Simbabwe, ne? Ja, ich denke. Also in Simbabwe, wie gesagt, offizielle Vereine, nicht nur Wald- und Wiesenvereine, die sich witzig benennen und abends zusammen spielen, sondern offizielle Vereine. So, und dann würde ich sagen, schauen wir doch mal, ob es den SV Klöten gibt. Habe ich leider nicht zugefunden. Den gibt's nämlich nicht. Aber Flat Earth, FC. Schauen wir drauf. Dann gibt's ihn jetzt. Flat Earth FC gibt's in der Tat. Wo spielen die? Madrid, Spanien. Madrid? Oder? Spanien. Das war ein Verein, weil ich die Frage, ob es sie aktuell gibt. Gibt's. Sekunde. Berechtigter Einwand. Können wir das kurz checken? Gibt's den Flat Earth FC? Oder? Nein. Oder ist die Erde inzwischen rund? Die Fanpage ist nicht mehr da. Ja! Wofür gibt es jetzt einen Punkt? Auch, was? Nicht mehr aktiv ist. Ja. Welchen Verein gibt es nicht? Wäre die eigentlich die richtige Antwort gewesen, SV Klöten. Aber. Ja, aber den gibt es nicht. Wer hatte das denn erstmal richtig? Also keiner hat Klöten geschrieben. Nein. Zwei haben Chicken Inn, FK Hausdegen und Flat Earth hat Ultimate. Okay, dann ist aber so oder so falsch, Warum weil der Ding? SV Klöten, jedes Team dachte, dass es den SV Klöten gibt. Das ist richtig. Das ist korrekt. Die Frage ist doch, welchen Verein gibt es nicht? Und das haben wir richtig. Ja. Nein, ihr, habt, gibt es nicht. Ihr dachtet, es gibt den SV Klöten. Aber stimmt, du hast recht. Das ist ein Syntaxproblem, was wir jetzt gerade haben. Da hat er recht. Check mal die Historie vom Flat Earth FC. Chronisch benachteiligt werden. Ne? Also nein. Ja, langsam. Stimmt, aber wir checken muss das ganz man kurz. Sagen, das ist systemisch. Wann Jan der Flat Herr 6. Juli 2021. Fühlen Sie sich sehr benachteiligt? Also ich dachte, es wäre ein Einzelfall mit dem 3-on-3 Basketball. Aber es scheint mir ein strukturelles Problem zu sein, dass wir jedes Mal beklaut werden. Und haben Sie vorher in den News gelesen, dass der S gibt's ja. Flat Earth FC sich aufgelöst hat? Dieses Jahr, ja? Der sich vor Monaten schon aufgelöst und dann wird hier gefragt, ob es aktuell diesen Verein gibt. So natürlich gibt es ihn nicht. Was ist ja Englisch für war. Das ist korrekt, ja. Müssen wir zählen? Punkt für euch. Gibt's halt einfach. Gibt's nicht hier. Es gibt Punkt. Ja. Punkt für euch. Absolut lamer Punkt. Lamer Punkt. Wer hat's noch richtig? Ihr kennt das auch bei Spielen. Keiner. Das ist ja aufgelöst wurde. Weird. Keiner hat also auch Flat Earth FC. Nee, zweimal Chicken Inn und einmal die Norweger waren das, glaube ich. Also ganz kurz, die anderen Teams. Chicken Inn FC noch. Das ist jetzt schon wichtig. Ja. Hä, haben wir doch gesehen eben schon. Die Fanpage war doch da. Wir haben auf den Kader gerade geguckt. Aber wir können es nochmal zeigen für euch. Nee, alles gut. Ja, aber Moment, vielleicht ist beim Flat Earth gerade Saisonpause. Habt ihr das gecheckt? Ist da gerade Saisonpause? Nein, die Seite gibt's gar nicht. Der wurde aufgelöst. Wurde aufgelöst. Ja, doch. Stimmt. Und das wusstet ihr? Ja. Ah, okay. Erst im Juli 21. Gut. Also. Schmuggel dich durch. Ja, die wurden auch ein bisschen benachteiligt, habe ich das Gefühl. Ihr könnt ja gerne mal. Das soll halt benachteiligen sie jetzt mal nicht. Ihr könnt ja gerne mal eine E-Mail an info@chickeninfc.co.zw schreiben. Was da mal los? Gucken, ob's eine Antwort einfach gibt. Nur betreff, was da los, ja. Würde mir schon reichen. Chicken FC, hier sehen wir es nochmal. Flat Earth FC tatsächlich in den letzten 2 Monaten im Laufe der Recherchephase aufgelöst für dieses Kneipenquiz. So. Krass, es ist aber komplett richtige Antwort. Jana hatte recht mit dem Einwand. Genau so ist das. Wow. Frage Nummer 25. Traurig, dass man auf sowas achten muss hier. Man kann ja mal denken, es geht nach der Regner. Frage Nummer 25. Und okay, Viet holt sich da schnell 2 Bier raus. Das muss man nicht weiter kommentieren. Das war wirklich tricky. Seien wir mal ehrlich, das war tricky. Wo treffen sich die Kinder nach der Schule? Knacke den Code und schreibe die Antwort auf. Ich frage ganz offen, hat irgendjemand... Ja. Irgendwas. Wir. Jeder. Bitte schön, Flo. Die Antwort ist natürlich Baumhaus. Warum?
weil man einen Buchstaben nimmt und dann vier wegstreicht und dann einfach den nächsten wieder vier wegstreicht und das ergibt Baumhaus. Das ist die fucking richtige Antwort von Marianne Flo. Hat's richtig gesehen, die Anwendung. Miss Gönny hat's auch. Können wir es einmal sehen, wir sehen es einmal visualisiert. Holy shit, in der Tat, so ist es. Hier sehen wir nochmal das Original und in der Auflösung. Es ist der sogenannte Fünferbrief. Wer das als Kind mal gemacht hat, der fünfte Buchstabe. B-A-U-M-H-A-U-S. Wird doch noch im Knast, glaube ich, so gemacht. Hui, wird im Knast auch so gemacht. Also man muss natürlich sagen, die meisten Grutschekinder sind nicht in der Lage, daraus dann einen perfekten Satz zu formen. Das haben wir dann gebracht. Hatte irgendjemand irgendwas anderes, René? Ja, wir haben GMS. GMS? Ich denke aber, das hier wurde einfach aufgegeben bei ja. Everyday Heroes. Dann haben wir Bahnhof. Bahnhof bei? Game 2. Und Schwimmbad. Bei Wissen, es macht Spaß. Warum Schwimmbad? Was war euer Gedankengang? Blind geraten. Ja. Blind geraten, ja. Game 2, was war euer Gedankengang bei Bahnhof? Schöner Ort, wo man sich treffen kann. Wir hatten keinen. Nein, doch, Markus und ich, wir hatten uns gesagt, irgendwie, die Buchstaben sehen aus wie Bahnhof und Baumhaus. Bahnhof und Baumhaus sind gar nicht so weit auseinander. Das stimmt, ja. Und Kinder von heute treffen sich halt am Bahnhof. Also. Sorry, ja. Stimmt, so. Zumindest in Berlin dran. Am Zoo. Wer von euch hat's gelöst? Seid ehrlich. Es war Flo, der auch die Antwort gegeben hat. Du kanntest es wirklich aus, gib mir mal das Mikro, es wirklich aus Kindertagen? Naja, wie wir es gemacht haben, ist, soll ich das wirklich sagen? Wir haben geguckt, okay, ja, wir haben erstmal überlegt, wo treffen sich Kinder, haben gesagt Schwimmbad und dann kam Flo relativ schnell auf Baumhaus und dann haben wir geguckt, okay, die Buchstaben gibt's und dann hat er natürlich dann geguckt, stark. Okay, wo kann man da ein Raster erkennen, dass das Baumhaus da rauskommt? Auch wenn das vielleicht nicht zum Sieg reichen wird, meinen Respekt habt ihr auf jeden Fall. Stark. Kann man nicht anders sagen. Und da wir bei den letzten fünf Fragen sind, nehmen wir hier einmal die Punkte. Hier oben, wie gesagt, der noch vom schlüpfenden Ei. 9 Punkte sind es hier. 9,5 für die Everyday Heroes. Wieso ist die so versifft? Ist das der Druck? Ja. Dann haben wir hier 8,5 und 2 Punkte dazu. 10,5 für Game 2. Dann haben wir hier 6,5 bei Ultimate Quiz Machine. Jetzt kommen hier 3 dazu. 9,5. Und, wisst ihr, es macht Spaß, nur einen geholt. 12,5 Punkte. Uiuiui, das wird eng. Das wird eng, aber wir haben noch ein paar Fragen. Nämlich Frage Nummer 26. Wo finden wir die Langer Hansinseln? A in Animal Crossing, B im menschlichen Körper, C im Straßenverkehr. Frage Nummer 26. Wer hat's richtig, lieber René? Hier war das. Frage 26. Nur Ultimate Quiz Machine und Game 2. Ultimate! Zwei Teams hatten es richtig. Zwei? Doch. Game 2 auch, ja. Game 2. Wow. Was denn jetzt? Was geht denn überhaupt? Ultimate und Game 2. Und wir gucken auf die Auflösung. Hier sehen wir es. Da ist es. Pankreas Lynch. Da sehen wir die lange Hansinseln. Richtige Antwort. Für Game 2 und Ultimate Quiz Machine. Genau. Ich glaube, da gibt es irgendwie lange Hans. Die anderen beiden haben den Straßenverkehr gewählt. Gut. Richtige Antwort für zwei Teams. Frage Nummer 27. Hier sehen wir den zeitlichen Verlauf von was. Wir erinnern uns an das Datenvideo. Und jetzt bin ich mal gespannt. Wissen, es macht Spaß. Was habt ihr bei 27? Was sehen wir da an Daten am Videoverlauf? Welche Statistik sehen wir? Fabian, Florentin, Lisa, Eddie. 27. Wir haben uns fürs Bruttoinlandsprodukt entschieden. Oh, interessant. Da höre ich sofort ein Nein von der Ultimate Quiz Machine. Das war einfach nur Quatsch natürlich, wir wissen es auch nicht genau, aber wir haben gedacht, das wären vielleicht die Internetanschlüsse, weil irgendwann Japan und Deutschland hört es ein bisschen auf, wurde immer schlechter und Indien zog dann irgendwann davon, weil man dachte, okay, alles klar, da sind ja sehr viele IT-Firmen und so in Indien, deswegen macht Internetanschlüsse. Andere Antworten, das wird mich mehr interessieren, Everyday Heroes. Wir haben die Anzahl der Handys im Land, nicht pro Kopf. Einfach nur die Anzahl der Handys, weil Amerika relativ stark weit vorne und jetzt so langsam Indien hat in letzter Zeit aufgeholt. Ich glaube, da ist was dran.
Game 2. Ich bin nicht hundertprozentig sicher. Danke, Steffen. Game 2. Habt ihr was? Also wir haben auch das Bruttoinlandsprodukt, weil China so weit abgelegen war und die haben halt so rasant aufgeholt, das muss eigentlich was Wirtschaftliches sein, also deswegen sagen wir Bruttoinlandsprodukt. Also ganz interessant, es gab einen großen Hinweis im Video, abgesehen von den ganzen Daten. Denn, können wir noch mal ganz kurz ins Video reinschauen? Ein Frame. Nein, nein, nein. Ein Frame stand einfach. Und wir schauen mal, wann das Video startet. Stopp, reicht mir schon. 1990. Ja, gut. Was wurde da erfunden? Internet tatsächlich. Was? Internet wurde in den 60ern erfunden. Dieses Video, also der Masse zugänglich gemacht, dieses Video zeigt tatsächlich die Internet-User pro Land weltweit. Der Teufel steckt im Detail. Debate is on. Vorsicht, Internetanschlüsse ist was anderes als User. Mann, hat Jan Niagara-Fan da schon einen User? Was? Können wir das, Ultimate Quiz Machine, können wir das sehen lassen? Ey, okay, also ganz ehrlich, man muss mal, beim Fußball sagt man, ein Schiedsrichter etabliert zu Beginn des Spiels eine Linie, von der er nicht abweichen soll, zumindest nicht allzu weit. Sollte ich jetzt aber wahrscheinlich. Es gab in der Vergangenheit Quizze, da warst du unfassbar streng und wolltest jeden Wortlaut haben. Und wenn sich jemand verschrieben hat, wie bei Heiden oder so, hast du es nicht gelten lassen. Heute lässt du alles durchgehen. Wir haben jetzt eben davon profitiert mit dem Fußballclub. Davor, die Game-2-Geschichte war eigentlich nicht korrekt. Diese Geschichte mit den Niagara-Fällen hättest du damals bei dem Heiden-Event nicht gelten lassen. Und wenn du deiner Linie treu bleibst, musst du sagen, allein, dass wir erkannt haben, dass es sich ums Internet handelt. Sag mal, wie viele Punkte willst du heute Abend ergaunern, Alter? Nein, aber lass doch mal Argumente gelten, bitte. Das ist doch fundamental unterschiedlich. Andreas, also, ich habe auch ein Argument für dich. Warte, wir schicken die Argumente der Reihe ab. Andreas, du willst doch, dass es noch spannend ist am Ende, oder? Das will doch, will man doch. Nicht unbedingt. Ja? Achso, spannend. Anton, wir hören Anton, der Moment, also ist, der Channel Manager ist. Ich halte das für fundamental unterschiedlich. Die Frage ist doch, eine Familie hat einen Internetanschluss. Das sind eventuell 5 bis 10 Leute. Das ist eine ganz andere Statistik als die Summe der Internetnutzer. Ich möchte dazu was sagen. Andreas, es geht ja ganz, mal ganz kurz. Da standen natürlich absolute Zahlen. Aber am Ende geht es ja darum, um welches Medium, also worum handelt es sich. Was wir gesehen haben ist, dass es 1990 anfing, dass in Amerika das Internet quasi erfunden wurde und dass alle anderen Nationen fast auf Null waren. Zu erkennen, dass es sich dabei das Internet, aber dass du dann an den absoluten Zahlen sagen willst, das ist ja lächerlich, ob es die Anschlüsse sind oder die User, aber das Verhältnis ist absolut identisch. Wenn du wahrscheinlich wirst du sehen, dass das Verhältnis das gleiche ist, ob es User sind oder Anzahl sind. Nur die totale Zahl ist natürlich eine andere, aber das zu erkennen, ist so wie ein Witz. Na, Entschuldigung. Es ging um das. Florentin. Florentin? Also, es tut mir leid, ich weiß, vorhin diese Niagara-Nummer hat uns gespalten, aber ich möchte sagen, ich finde es eine fantastische Antwort von euch. Nein. User in Anschluss ist sehr nah an das Verhältnis. Es tut mir leid, ich spreche nicht für mein Team. Ich gebe gleich noch das Mikrofon an Lisa. Ich finde, das ist super gut nah genug dran. Ihr habt es genau erkannt, von daher diese Details würde ich überstehen. Ich finde es eine richtig gute Antwort. Ich würde Ihnen den Punkt geben, aber ich spreche nicht für mein Team. 2019. Ja, hab ich gehört. Nein, es ist nah dran, aber es ist nicht korrekt. Andreas, eine Sache. Jetzt kann man sagen, nah dran ist besser als nichts, dann können wir auch das Quiz beenden. Eine Sache, wenn nah dran plötzlich reicht. Nein. Ey, ist für mich nicht falsch. Game 2? Doch. Ich sag nur, zuletzt war halt auf Platz 2 war Indien zu sehen und ich weiß ganz sicher, bei Schwellenländern ist es so, die haben alle keinen eigenen Internetanschluss, sondern haben alle mobile Daten. Deswegen Internetanschluss, Internet-User ist für mich ein fundamentaler Unterschied. Das klang gut. Ein mobiler Zugang ist auch ein Internetanschluss. Also. Stimmt, mobiler Zugang ist ein Internetanschluss. Einen Moment habe ich noch. Ganz wichtig, du hast vorhin gesagt, was ist der Titel des Videos? Was steht im Titel des Videos? Steht da User oder steht da Zugang? Also ich muss auch ganz kurz sagen, dass diese Zahlen auch winzig klein von hier war. Also wirklich dieser Fernseher. Gut, jetzt wird's albern. Jetzt nicht eure Argumente zerstören. Ich habe die Zahlen nicht gesehen. Also ich habe die Zahlen nicht geahnt. Also René, finden wir irgendeine Anzeige? Richtig gesehen, dass er sich stattdessen für Internet-User statt für Anschlüsse entschieden. Die sind aber seit 2016 nicht mehr aktualisiert worden. Okay, aber zeig uns mal, was du hast. Braucht Zeit. Wenn die Karten relativ gleich sind, dann ist es. Ja.
Wir haben hier China, Indien, Vereinigte Staaten, Brasilien, Japan, Russland, Nigeria, Deutschland, Vereinigte Staaten, Mexiko. Okay, warte mal. Mexiko. Auf 7 sehe ich da Nigeria. Die habe ich eben nicht gesehen bei dem aller Statistik. Wichtiger Punkt. So, wo sehen wir die Volksrepublik China 2016? Ganz oben. Ja, 27 Millionen. Und jetzt, ist das 2016? Ja. Welche Monate? Alle Zahlen gelten für das Jahr 2016. 720 Millionen. So, jetzt gucken wir noch mal in das Video rein. Und dann entscheide ich nonchalant natürlich. Wir gehen ins Jahr 2016. Ah, geht das überhaupt bis 2016? Achso, ihr könnt nicht. Es geht bis 2016. So, achso, warte mal, ich muss es aber sehen. Doch, wir müssen ja sehen, wie weit die Zahlen sind. Nee. Das nennt man Dramatik. Ich auch nicht. Genau darum geht's gerade. So, 720 müssen wir erreichen, ne? 2016. 721. Ui. Ui. Okay. 200. Ab 700 gebe ich den Punkt. Safe. Ja, doch. Klar. Das ist richtig stark. Out of nowhere, haben die das gewusst? 14. 15. 16. Ja, come on. Ich bin nur ein Mann. Genau. Nein. Punkt. Ist okay. Punkt. Ist okay. Kann man geben. Kann man geben. Vermutlich liegen dieselben Daten zugrunde. Das können wir heute. Ich denke heute mal, ja. So. Schnell die Punkte, hat das noch wer? Nee, und dann schnell raus aus der Nummer hier. Schnell raus. Wir brauchen ein schnelles Pferd heute wieder. Bestell uns mal die schnellen Pferde heute. So, Frage Nummer 28. Stark, 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 Ultimate Quiz Machine. Was haben diese Tiere seit 2020 gemeinsam? Chinesischer Flussdelfin, Schwertstör, Pinter, Riesenschildkröte. Florentin, du hast sofort ein bisschen gezuckt, als hättest du so eine, als hättest du das mal irgendwie gelesen. 28. Chinesischer Flussdelfin, Schwertstör, Pinter, Riesenschildkröte. Was haben die gemeinsam? Was habt ihr geglaubt? Ja, wir waren sehr orientierungslos, haben uns entweder entschieden, sind jetzt bedroht, sind nicht mehr bedroht, sind wieder zurück, waren lange verschollen, jetzt doch wieder da. Wir haben uns dann letzten Endes, einfach weil wir sehr gutherzige und positive Menschen sind, für die beste Nachricht entschieden, nämlich für diese Tiere sind nicht mehr bedroht. Und wir hoffen natürlich, dass das stimmt und sie wieder zurück in der Familie der Lebewesen aufgenommen sind. Andere Stimmen. Game 2. Esther. Nee, wir sagen exakt Markus das Gleiche. Wir glauben, hier sollen noch mal ein paar viel gut Feel Good News. Feel Good News kommen und das ist einer dieser News und deswegen Gegenstimmen. Antwort. Also, ich glaube, ich bin ein bisschen pessimistischer. Ich ich bin mir ziemlich sicher, vielleicht täusche ich mich auch, aber dass der chinesische Flussdelfin auf jeden Fall mindestens mal auf der Liste der bedrohten Arten ist. Was ich mir hätte vorstellen können, ist, dass er als ausgestorben galt und dann wieder gesichtet wurde und deswegen runtergenommen wurde von dieser Liste. Aber ich halte es für wahrscheinlicher, oder wir haben es für wahrscheinlicher gehalten, dass der Flussdelfin ausgestorben ist, als dass er nicht mehr auf dieser Liste der bedrohten Arten steht. Deswegen haben wir gesagt, ausgestorben. Also, ja. Thomas, du kommst jetzt mal mit. Wir gehen ganz kurz in den Garten. Ist da ein Flussdelfin? Denn dort haben wir verschiedene Tiere. Nein, haben wir leider nicht. Das geht nämlich nicht. Warum? Sehen wir jetzt. Oh! Warum denn? Rest in Peace, chinesischer Flussdelfin. Rest in Peace, Schwertstör. Rest in Peace, Pinter, Riesenschildkröte. Doch nicht der Stör. Doch. Also wir haben kurz vereinzelten Applaus gesehen bei den Everyday Heroes. Und das wiederum finde ich makaber, denn diese Tiere sind seit 2020... Ja, wir wissen, was der Mensch mit der Natur macht. Übrigens, weil ihr es richtig sagt, wir sind eigentlich ein Feel-Good-Quiz. Aber die Wahrheit ist, 130 Tier- und Pflanzenarten sterben täglich aus. Ist traurig. Pinter Riesenschildkröte hat man vielleicht ein bisschen mitbekommen, ging durch die Medien, dieser Lonesome George hieß er, glaube ich, war so die letzte der Art, die vor ein paar Jahren im Zoo gestorben ist. Also alle drei Arten gelten als ausgestorben. Wer hat das denn? Richtig, hatte das Ultimate Quiz Machine. Stark! Und Everyday Heroes. Ich denke mal, der Applaus ging eher zu den Punkten und zu den ausgestorbenen Arten. Ja.
Rest in Peace. Und ich frage mich natürlich, wie können diese Tiere sterben, während eure dummen Dinos leben? Was macht mein Dino? Dein Dino, er kommt langsam raus. Hol ihn doch mal nach vorne jetzt hier, Herrgott. Ach ja, das ist ein Problem. Nee, finde ich toll. Ja. Internet-Users in Kassel. Also ich sag mal so, alleine kommt er nicht raus, ich muss ihn schon helfen. Ne? Jetzt hol ihn halt! Steißgeburt. Och, es ist ein Wal-Delfin. Wie heißen die denn? Es hat leichte Ähnlichkeit. Ja. Naja. Er ist einfach nur eine Enttäuschung. Gut, Frage Nummer 29. Okay. Worauf warten drei Webcams in Australien seit 2014 sehnsüchtig? A. Dass ein Teufel wirft. B. Dass ein Turm fällt. C. Dass Pech tropft. Everyday Heroes. Was habt ihr? Ich meine mal gehört zu haben, dass es ein Forschungsexperiment gibt, wo die ständig auf Viskosität von Thea quasi gucken. Und ich dachte, es wäre dieses Experiment. Und wir schauen rein in die Webcam. Scheiße. In der Tat! Dieses Pech wird zu eurem Glück. In der Tat, bis 2014 wurde das noch von Menschen beobachtet. Und ich glaube, der Letzte, der es beobachtet hat, hat den letzten Tropfen 2014 verpasst. Tatsächlich. Ist inzwischen verstorben, wird also nie wieder Pechtropfen sehen. Seitdem hat man gesagt, Moment mal, wir schalten um auf Webcams. Drei Webcams beobachten das. Und können wir nochmal draufschalten? Können wir nochmal ganz kurz das Experiment sehen? Denn dieses sogenannte Pitch-Drop-Experiment läuft schon seit läuft schon super lange. Und wir sehen Anfang der 60er. Und es ist sogar so, 2014 hat es zum letzten Mal gedroppt, aber so wie ich das sehe, dauert das noch eine ganze Weile. Theoretisch könnte 2021, 22 das nächste Mal was tropfen. Oder jeden Moment, ne? 9 Tropfen sind insgesamt bisher gefallen in 40, 50 Jahren. Everyday Heroes wussten es, wer wusste es noch? Es wussten Everyday Heroes und Ultimate Quiz Machine. Sag mal. Wussten es nicht, aber okay. Wissen ist Macht wusste es. Okay. Und Game 2 wusste es leider auch nicht. Florentin hat es gelesen wahrscheinlich, du wusstest es, ne? Ja. Gut. Letzte Frage. Ordne diesen 4 Bundesländern ihre Porno-Vorlieben zu. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Also, ich freue mich vor allen Dingen auf die Begründungen. Ultimate Quiz Machine. Nils, als jemand, der ja... Alle an diesem Tisch kennen sich mit Pornografie nicht gut aus. Deswegen haben wir versucht, wir sind eher so kulturelle Menschen, wir kommen eher über die Kultur. Ja. Und dann haben wir überlegt, okay, Sachsen... Da mag man Deutsche gerne. Sachsen-Anhalt, nicht Sachsen, Herrgott. Sachsen-Anhalt mag man Deutsche generell ganz gerne. Das ist und deswegen stehen die auch bei Pornografie, auch, glaube ich, auf Deutsche. Okay. Bayern haben wir uns überlegt, das ist ein sehr traditionelles Land. Und durch das Internet ist sehr viel neue Formen der Pornografie, angeblich, habe ich gehört, von den anderen Tischen etabliert worden. Aber dieses Lack-Ding ist einfach in den 80ern schon in irgendwelchen Kiezfilmen aufgetaucht. Das ist ein ganz klassischer Fetisch und Bayern sind ganz traditionelle Menschen, deswegen Bayern. Mecklenburg-Vorpommern ist ein sehr ausgedünntes Land, leben wenig Menschen. Das heißt, da ist die Sehnsucht nach Gruppensex viel größer als in anderen Ländern. Und dann bleibt ja nur noch eins übrig. Und das war Berlin weil da ist der Anteil der türkischen Bevölkerung sehr hoch in Berlin. Wer nicht türkischer Abstammung ist, der isst viel Döner und denkt sich so, jetzt der nächste Schritt wäre vielleicht mal so. Und deswegen ist das unsere Antwort. Gegenstimmen. Zustimmung. Wissen, es macht Spaß. Es geht um den Sieg, Eddie. Ja, und Pornos. Also, ich muss da komplett zustimmen und das kann ich zumindest auch aus eigener Recherche mit großem Selbstbewusstsein sagen, dass das hundertprozentig richtig ist. Game 2. Stimmt ihr zu? Gegenstimmen? Boah. Ja, wir haben was anderes. Ich möchte das aber generell nicht wirklich begründen, weil wir nicht so eine wirkliche Begründung haben. Oktoberfest war Bertis Begründung. Also wir haben bei Bayern die Orgie genommen, weil beim Oktoberfest ja das alles so einlädt, dass man sehr viel trinkt und dann doch ein bisschen offener umgeht. Aber ja, das wird sich gleich zeigen. Dann frage ich mal unser vermutlich pornosüchtiges Team Everyday Heroes.
Was? Das ist natürlich völlig klar. Also, nein, wir haben die gleichen Antwort wie die anderen beiden Teams, direkt, nicht Game 2, sondern die anderen beiden. Wir haben noch als zusätzliche Erklärung für Mecklenburg-Vorpommern, da ist ja auch die FKK-Kultur entstanden und da ist man also gewohnt, in großen Gruppen nackt miteinander zu sein. Dann stehen natürlich Orgien natürlich, einfach aus dem Nichts heraus. Und deswegen haben wir gedacht, Orgien könnte da auch relativ weit vorne sein. Aber sonst haben wir uns genauso wie die anderen an diesen, ja, an der richtigen Antwort orientiert. Okay, es war insofern ein bisschen tricky, denn der beliebteste Suchbegriff deutscher X-Hamster-Nutzer in fast allen Bundesländern ist German. Aber es gibt ein paar Ausnahmen. In Berlin, habt ihr richtig gesagt, Türkisch kann man durch die Migration erklären. In Mecklenburg-Vorpommern sind es Orgien. Ich mag Nils Erklärung sehr gerne. Weil sie richtig ist. In Bayern ist es German. In Sachsen-Anhalt ist es Latex und wir sehen es noch einmal visualisiert. Hier sehen wir es nochmal. Bayern, German, Berlin, Türkisch, Mecklenburg-Vorpommern, Orgie, Sachsen-Anhalt, Latex. Und da frage ich... Sind das Menschen? Also, da frage ich mich natürlich, Papa, was schaust du dir da an? German. Mit Blick, liebe Volksstimmeleser, was schaut ihr euch denn da nach dem Artikel an? Frage wäre zum einen... René, kannst du das einmal mit Videos beweisen? Weil wir wollen natürlich den Videobeweis. Nein, wer? Ich habe noch eine Weltkarte hier, zufällig aus meinem privaten Fundus. Ja, hier sehen wir es nochmal. Da ist die Deutschlandkarte. Also German sehr oft in einigen Bundesländern. Ich glaube, Orgie ist noch irgendwo. Türkisch ist in Berlin und Hessen. Orgie in Mecklenburg-Vorpommern. Latex in Sachsen-Anhalt. Ich finde das ganz interessant. X-Hamster. Das Land der Dichter und Denker. Und das scheint ja so, dass bei den... Weil der einzige Unterschied, glaube ich, ist ja kein Stil, sondern ist ja die Sprache. Ja. Das heißt, für die Deutschen ist es sehr wichtig, dass die Unterhaltungen während des Aktes irgendwie zu verstehen sind. Und das finde ich irgendwie eine sehr positive Nachricht, dass man eben darauf auch Wert legt, was die Menschen sich noch erzählen. Außer bei mir in der Heimat. Da geht es nur darum, dass sie Lack und Leder offensichtlich trägt. Wer hatte das denn richtig? Keiner hat es richtig. Wir haben drei Teams, die halt zwei richtig haben, aber sonst... haben alle in Sachsen und Bayern den Dreher drinne. Nein. Gut, dann sind alle 30 Fragen durch. Und jetzt gucken wir uns das mal an, was das bedeutet. 9,5 Punkte für die... Nein, wir fangen hier mal an. 9,5 Punkte für die Everyday Heroes. 2 kommen noch dazu. Das macht 11,5 Punkte. Sehr gute Leistung. Game 2, schlau für diese Welt, war bei 10,5. Landet auch bei 11,5 Punkten. Holy shit. Dann haben wir Ultimate Quiz Machine. 2 Punkte dazu. Nee, stimmt nicht. 3 Punkte dazu sind 12,5 Punkte. Und hier ein Punkt. Was war denn die 9. Frage nochmal? Was war denn das? Der Pechtopf. Ja. Da gibt's nichts mehr dran zu rütteln. 13,5 Punkte. Unser ewiger Sieger, René, ich darf dich bitten, die Leuchte diesem Team zu geben. Wisst ihr, es macht Spaß, kommt ruhig nach vorne. Eddie, Florentin, Lisa, Fabian, kommt einmal nach vorne. Hier ist euer Preis, die Leuchte, die nicht aus der Steckdose gelöst werden darf. Ewige Tabelle, plus 1. Und auch heute reicht es aber hauchdünn. So knapp war es, glaube ich, noch nie. Alle vier Teams zusammen. Wisst ihr, es macht Spaß, gewinnt Florentin, Etienne, Lisa und Fabian holen sich das in einem Herzschlagfinale, das kann man sagen. Vielen, vielen Dank an die Ultimate Quiz Machine, an die Everyday Heroes und Game to Schlau für diese Welt. Lasst gerne einen Kommentar da und ein Like, wenn es euch gefallen hat. Die Titelmelodie ist vorbei, deswegen brauche ich gar nicht mehr so schreien. Vorbei. Dann machen wir das Ganze in Ruhe. Danke an René für deine Zeit und jetzt wird's wieder laut. Dankeschön, das war das Kneipenquiz. Die Finale ist fantastisch. Cool. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Wow. Nein.